Ja, mein Vortrag hatte den Titel Kapitalismus und Eigentum über den Zweck der rechtlichen Gewährleistung des Eigentums. Aber wenn man dann sozusagen tatsächlich an die Abfassung des Vortrags geht, dann ergeben sich natürlich doch immer noch Verschiebungen. Und insofern könnte der Vortrag jetzt eigentlich heißen Freiheit, Eigentum, Kapitalismus. Gut, ich versuche Ihnen also jetzt etwas über das Eigentumsrecht näher zu bringen. Das Thema meines Vortrags ist die Art und Weise, in welcher der moderne bürgerliche Staat in Gestalt der Eigentumsgarantie kapitalistische Konkurrenzverhältnisse in die Welt setzt. Es soll gezeigt werden, dass die Staatsgewalt mit dieser Gewährleistung ganz grundlegend ihrer Gesellschaft die Form einer kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft aufhört. Der Vortrag wird sich zu diesem Zweck dann natürlich auch der Sache nach, also nicht explizit, aber der Sache nach, an der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie, wie sie im Kapital entwickelt worden ist, beziehen. Das ist ein Buch, also da kann ich auch nur betonen, das sollte man immer wieder lesen. Und wenn es dazu einen Workshop, einen Lesekreis gibt, dann kann ich das auch nur empfehlen. Ich komme also zum ersten Teil. Freiheit, Eigentum. Zunächst geht es mir um die Klärung der Frage, was die im Grundgesetz im Artikel 14 Absatz 1 und 2 formulierte Garantie des Eigentums eigentlich bedeutet. Genauer gesagt, worin die sozioökonomischen Konsequenzen der staatlichen Eigentumsgarantie bestehen. Im Artikel 14 des Grundgesetzes heißt es in den ersten beiden Absätzen, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Der Absatz 2 lautet, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Bevor ich aber jetzt nun zum Eigentum komme, werde ich etwas über seine Grundlage, nämlich die Freiheit, sagen. Die Grundlage des Eigentums ist verfassungsrechtlich die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das heißt, die staatliche Anerkennung und Akkreditierung der autonomen Freiheit der Zwecksetzung als Bestimmungsgrund der Handlungen der Mitglieder der Gesellschaft. Jedes Mitglied der Rechtsgemeinschaft ist dazu berechtigt, sich beliebige Zwecke zu setzen und die entsprechenden Handlungen zu ihrer Realisierung auszuführen. Freiheit ist deshalb also solche Zwecke auszuführen, soweit das gleiche Recht aller anderen dadurch nicht eingeschränkt oder verletzt wird. Freiheit ist deshalb, wie Kant sich schon ausdrückte in seiner Rechtslehre, vor allem die Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür. Die Freiheit ist entgegen der menschenrechtlichen und grundrechtstheoretischen Ideologien den Menschen keineswegs angeboren, sondern beruht auf Akten staatlicher oder hoheitlicher Konzessionierung. Die Ausübung der Freiheit steht deshalb einerseits unter permanenter staatlicher Kontrolle, vor allem aber unter dem systematischen Generalvorbehalt des rechtlichen Dürfens, insoweit die Staatsgewalt durch Gesetze eben die freie Entfaltung der Persönlichkeit einschränkt. Andererseits sind die Beziehungen der einzelnen Willenssubjekte selbst rechtlich vermittelt, insofern alle diese Beziehungen auf dem Willen der jeweils Beteiligten beruhen, also letztlich Gegenstand von Verträgen oder sonstigen rechtlichen Regelungen sind, selbst dann, wenn es den Einzelnen nicht bewusst sein mag. Also sehr schön kommt das auch in einem unter Juristen beliebten Karlauer zum Ausdruck, A und B gehen im Park spazieren, wie ist die Rechtslage? A und B denken sicher nicht ans Recht, wenn sie im Park spazieren gehen. Juristen und die Staatsgewalt interessiert aber genau dieser Aspekt. In der bürgerlichen Freiheit sind widersprüchliche Bestimmungen enthalten. Einerseits die Freisetzung der subjektiven Willkür, andererseits die Beschränkung dieser Freiheit, indem die Staatsgewalt jedem ihrer Bürger die Respektierung der gleichen Freiheit der anderen auferlegt.
Dass dem Freiheitsgebrauch überhaupt in dieser Weise Schranken auferlegt werden müssen, ist schon für sich genommen ein Hinweis darauf, dass in den so organisierten gesellschaftlichen Verhältnissen grundlegende Interessenskonflikte zwischen den einzelnen Willenssubjekten bestehen, diese sich also in ihrer rechtlich gewährleisteten Freiheit willkürlicher Zwecksetzungen sich äußerlich gegenüberstehen. Der andere gilt aus der Perspektive der Einzelnen jeweils entweder als Mittel oder als Hindernis der eigenen Zwecksetzung. Mit der Akkreditierung der Befugnis, sich individuell beliebige Zwecke setzen zu dürfen, ist der Gedanke der gesellschaftlichen Kooperation, des Zusammenwirkens der Einzelnen von vornherein ausgeschlossen. Und die bürgerliche Gesellschaft ist in dieser Hinsicht nach einem Ausdruck von Hegel ein System der Atomistik, das heißt der isolierten, voneinander rechtlich unabhängigen Willenssubjekte, die zugleich solche Zwecke verfolgen, die eben nur privater Art sind. In der Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 ist ja der entsprechende Pursuit of Happiness, also das Recht, die Befugnis, sich private Zwecke der Glückseligkeit setzen zu können und sie zu verfolgen, als Menschenrecht deklariert. Diese Unabhängigkeitserklärung beginnt bekanntlich mit den folgenden Worten: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit zählen. Wichtig ist mir an dieser Stelle der Hinweis auf die Äußerlichkeit, die Abstraktion der gesellschaftlichen Beziehungen, die zwischen den einzelnen Willenssubjekten bestehen. Und die hat nun, haben wir schon gesagt, dass ich als Philosoph unterwegs bin und deshalb erlaube ich mir auch an der Stelle einen Philosophen, der das ganz deutlich zum Ausdruck gebracht hat, zu zitieren. Also die Abstraktion der gesellschaftlichen Beziehungen, die hat Kant im Paragraph B seiner Rechtslehre schon eigentlich ja, in uneinholbarer Form auf den Punkt gebracht. Er sagt nämlich Folgendes: Der Begriff des Rechts, sofern er sich auf eine ihm korrespondierende Verbindlichkeit bezieht, betrifft erstlich nur das äußere und zwar praktische Verhältnis einer Person gegen eine andere, sofern ihre Handlungen als Fakta aufeinander unmittelbar oder mittelbar Einfluss haben können. Aber zweitens bedeutet er nicht das Verhältnis der Willkür auf den Wunsch, folglich auch auf das bloße Bedürfnis des anderen, wie etwa in den Handlungen der Wohltätigkeit oder Hartherzigkeit, sondern lediglich auf die Willkür des anderen. Drittens, in diesem wechselseitigen Verhältnis der Willkür kommt auch gar nicht die Materie der Willkür, das heißt der Zweck, den ein jeder mit dem Objekt, was er will, zur Absicht hat, in Betrachtung. Zum Beispiel, es wird nicht gefragt, ob jemand bei der Ware, die er zu seinem eigenen Handel von mir kauft, auch seinen Vorteil finden möge oder nicht, sondern nur nach der Form im Verhältnis der beiderseitigen Willkür, sofern sie bloß als frei betrachtet wird. Und ob durch die Handlung eines von beiden sich mit der Freiheit des anderen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen vereinigen lassen. Kant erklärt dann abschließend: Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit vereinigt werden kann. Ich denke, in dieser Passage kommt sozusagen der Inhalt der bürgerlichen Freiheit, der durch das Recht garantierten Freiheit, eigentlich sehr deutlich zum Ausdruck. Rechtlich relevant sind, wie er sagt, ist nur das praktische Verhältnis einer Person gegen eine andere, sofern ihre Handlungen als Faktor aufeinander Einfluss haben können. Das heißt, nur solche Aktivitäten eines Einzelnen,
die nun tatsächlich in die Handlungsfreiheit eines anderen eingreifen, sind juristisch relevant. Also ob ich mir die Haare grün oder rot färbe, ist etwas, wo Sie dann zwar sagen können, das sieht nicht gut aus und leider eine ästhetische Katastrophe, aber Sie werden natürlich in Ihrer Handlungsfreiheit dadurch nicht beeinträchtigt. Zugleich ist auch klar, dass das, was der Kant unter inneren Handlungen versteht, nämlich Gesinnungen, Überzeugungen, auch kein Gegenstand einer rechtlichen Beurteilung sind, denn gleichgültig, welche Überzeugungen von irgendeinem Sachverhalt ich habe, werden sie dadurch, durch das bloße Haben meiner Überzeugung, werden sie natürlich in ihrer Handlungsfreiheit ebenfalls nicht eingeschränkt. Die beiden weiteren Bestimmungen, die er nennt, die werden nun schon etwas deutlicher. Also nach sozusagen der formalen Abgrenzung, dass es nur um das äußere praktische Verhältnis der Personen zueinander geht, nämlich dass er sagt, bei diesem Verhältnis der Willkür geht es in keiner Weise um die Frage des Bedürfnisses, des Wunsches, den ein anderer hat. Auch das ist rechtlich irrelevant und das Recht befugt mich also deshalb gegenüber fremden Bedürfnissen, Wünschen gleichgültig zu sein. Das kann ich ignorieren. Darauf muss ich keine Rücksicht nehmen. Und der dritte Punkt, die Materie der Willkür. Also ob ein anderer seinen, wenn ich mich mit ihm ein rechtliches Verhältnis einlasse, seinen Zweck realisiert, ob er mit der Ware, die er von mir kauft, das ist ja das Beispiel, das er nennt, das Kant nennt, glücklich und zufrieden wird, auch das ist etwas, was das Rechtsverhältnis nicht angeht. Ich darf ihn natürlich nicht über die Beschaffenheit der Ware täuschen, darf ihn also natürlich nicht betrügen, aber ob die Sache für ihn ihren Zweck erfüllt, ist etwas, was mich nicht angeht. Und es kommt nur darauf an, dass eine solche Verkaufshandlung rechtsförmig stattfindet, also in Übereinstimmung mit den entsprechenden Gesetzen. Die Gleichgültigkeit und Rücksichtslosigkeit gegen die Zwecke, Bedürfnisse und Wünsche der anderen ist also dem Rechtsbegriff immanent. Die Identität der Einzelwillen bleibt im Recht eine formale, den Beteiligten selbst äußerliche, die deshalb ihnen auch als eine fremde, äußerliche Gewalt, nämlich in der Form des Rechtszwangs, gegenübertritt. Wenn das wechselseitige Verhältnis der Willkür von der Materie der Willkür, von der Materie der Willkür, von dem Zweck, den ein jeder mit dem Objekt, was er will, zur Absicht hat, wie Kant sich ausdrückt, abstrahiert, impliziert dies auch, dass es in den Alltagshandlungen der Menschen, der Willensobjekte, keine gemeinsame Materie des Willens gibt. Die Gemeinsamkeit bleibt eine formale, nämlich eine, die durch Vertragsverhältnisse und so weiter entstanden, zustande gebracht wird. Aber es gibt keine rechtliche Verbindlichkeit, an den Zwecksetzungen der anderen Anteil zu nehmen oder die sich selbst zu eigen zu machen, sondern es bleibt den Rechtspersonen, den Rechtssubjekten äußerlich. Die grundgesetzlich etablierte freie Entfaltung der Persönlichkeit erweist sich somit als Gewährleistung abstrakter Freiheit, und zwar insofern sie jedem Bürger die Befugnis erteilt, seine subjektiven Zwecke zu verfolgen, also das, was Kant die Freiheit der Willkür bzw. des Beliebens nennt. Allerdings, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, bei gleichzeitiger Abstraktion von der individuellen Verfügung über die materiellen Bedingungen der Zwecksetzung. Der Kern der bürgerlichen Freiheit und zugleich das elementare Konstitutionsprinzip der bürgerlichen Gesellschaft insgesamt ist also die in der Gewährleistung abstrakter Freiheit ausgedrückte Trennung des Willens von den Mitteln seiner Zweckrealisierung. Anders ausgedrückt, Zwecksetzung und Zweckrealisierung fallen in der bürgerlichen Gesellschaft rechtlich betrachtet auseinander. Ich bin rechtlich befugt, mir jedes Beliebige zum Zweck zu machen oder mir jeden beliebigen Zweck zu setzen
Und darin unterscheidet sich die bürgerliche Gesellschaft von den vorhergehenden Formen der Vergesellschaftung, also von einer ständischen Gesellschaft zum Beispiel, wo bestimmte Handlungszwecke nur in der Form von Privilegien gewährleistet wurden. Also fängt an bei irgendwelchen Äußerlichkeiten. Das Recht, einen Degen zu tragen, war ein Privileg des Adels. Bestimmte Kleidung, bestimmte Stoffe, bestimmte Modeaccessoires zu benutzen, war auch ein Privileg bestimmter Stände und nicht etwas, in dem sozusagen eine gleiche Freiheit aller Gesellschaftsmitglieder gegeben hat. Das Recht sagt aber nichts darüber, ob ich überhaupt über die Mittel meiner Zweckrealisierung verfüge oder wie ich an die Mittel gelange, die ich zur Realisierung meiner schönen Zwecke brauche. Wegen dieser systematisch unterstellten Trennung des Willens von den Mitteln seiner Zweckrealisierung zeichnete sich auch die frühere bürgerliche Gesellschaft dadurch aus, dass in ihr ein Loblied der entsprechenden Tugenden gesungen wurde, nämlich die Art und Weise, wie jemand mit den Mängeln, die er erfährt, zurechtkommen soll. Also ein Loblied zum Beispiel auf die Sparsamkeit oder auch die entsprechende Illustration. Es gibt ein schönes Lied, das einschlägig ist, froh zu sein, bedarf es wenig. Denn wer froh ist, ist ein König. Das ist ein Lied, das wir einem Kirchenmusiker des frühen 19. Jahrhunderts verdanken. Sparsamkeit, Mäßigung, Einsicht in die Notwendigkeit der Unterordnung, moralische Sinnsprüche wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Not lehrt beten oder für mich das absolute Highlight, zwei Lebensstützen brechen nie, Gebet und Arbeit heißen sie. Das sind sozusagen Illustrationen eben der Moral, der Sparsamkeit, des Verzichts. Auf Grabsteinen findet man manchmal noch folgenden schönen Spruch: Mühe und Arbeit war sein Leben, Ruhe hat ihm Gott gegeben. Und da denkt man, wenn man so beerdigt wird, hat man irgendwas falsch gemacht. Da würde unser einer wieder auf den Graben steigen. Solche Botschaften sollten die Bürger damit vertraut machen, dass das Leben in Freiheit nicht mit einem Leben in Wohlstand zu verwechseln ist. Das Schönste an der Sparsamkeit ist übrigens, dass diejenigen, die reich sind, dass sie ihnen nur selten anempfohlen wird. Der Überfluss macht bei ihnen auch diese Tugend selbst überflüssig. Im Januar 2009 stimmte dann auch die Zeitung Die Welt in das Lob der Sparsamkeit ein. Das war auch die Überschrift eines Artikels. Weiter hieß es dann: Wer in Zeiten des Aufschwungs Gewinne macht, kommt auch gut durch die Krise. Freilich nur, wenn das Geld im Betrieb bleibt. Ich gehe mal davon aus, dass keiner von uns die Gelegenheit hat, nach dieser Maxime zu verfahren. Hier ist nun also der Punkt, nachdem wir also sozusagen, oder nachdem ich versucht habe, deutlich zu machen, dass im bürgerlichen Freiheitsbegriff sozusagen die Trennung des Willens von den Mitteln seiner Zweckrealisierung konstitutiv ist, ist nun der Punkt erreicht, wo wir von der abstrakten Freiheit zum Eigentum übergehen müssen. Denn in ihm findet die gerade angesprochene Trennung des Willens von den materiellen Bedingungen seiner Zweckrealisierung ihren angemessenen Ausdruck. Es zeigt sich, dass der durch das Recht von den Mitteln seiner Zweckrealisierung getrennte Wille auf andere Willen trifft, die über diejenigen Dinge, die jedermann als Lebens- oder Arbeitsmittel verfügt, ja, eben, dass er auf solche Willen trifft, diese anderen Willen, aber aufgrund ihrer privaten Verfügungsmacht über die Lebens- und Arbeitsmittel weder rechtlich verpflichtet noch ökonomisch gezwungen sind, denjenigen, die diese Mittel brauchen, auch zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich also um ein kontradiktorisches Willensverhältnis. Bei der Klärung des Begriffs des Eigentums kann man vielleicht zunächst in das bürgerliche Gesetzbuch blicken. Im Paragraph 903 heißt es, gibt es dann eine Regelung, die besagt, dass der Eigentümer einer Sache
nach Belieben mit ihr verfügen kann, soweit das Gesetz oder Rechte Dritter dem nicht entgegenstehen. Darin, also in dieser Ausstattung mit einer privaten Verfügungsmacht oder der juristische Terminus ist dann die absolute Sachherrschaft, darin besteht also im Wesentlichen der Inhalt der dem Eigentümer zugestandenen Befugnis. Begrifflich ist das Eigentum das umfassendste Recht zu tatsächlicher und rechtlicher Nutzung, das die Rechtsordnung in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Sachen zulässt. Es ist ferner ein formaler Zugriff im Verhältnis von Rechtsgut und Rechtsträger. Hierin unterscheidet sich die Abweichung in Abweichung vom normalen Sprachgebrauch das Eigentum vom Besitz, der lediglich die tatsächliche Herrschaft über eine Sache, aber eben nicht die rechtliche Herrschaft bedeutet. Eigentum ist, so kann man die vorstehende Definition zusammenfassen, absolute Sachherrschaft. Das Recht des Eigentümers steht darin, beliebig mit dem ihm gehörenden Sachen zu verfügen, soweit eben dieser Verfügung nicht die Rechte anderer gegenüberstehen. Das Privateigentum gilt dem bürgerlichen Denken neben der rechtlichen Freiheit als Zentrum dessen, worin die freie Entfaltung der Persönlichkeit sich manifestiert. Entsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in einer Grundsatzentscheidung vom 7. Juli 1971 die Funktion der Eigentumsgarantie des Artikels 14 des Grundgesetzes darin gesehen, dem Träger des Grundrechts durch Zubilligung und Sicherung von Herrschafts-, Nutzungs- und Verfügungsrechten einen Freiraum im vermögensrechtlichen Bereich zu gewährleisten und ihm damit die Entfaltung und eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens zu ermöglichen. Das Bundesverfassungsgericht sieht hierin einen inneren Zusammenhang der Eigentumsgarantie mit der Garantie der persönlichen Freiheit. Das Eigentum erscheint in dieser Perspektive zugleich als das wichtigste Rechtsinstitut zur Abgrenzung privater Vermögensbereiche. Den harten Kern der Eigentumsgarantie sieht also das Bundesverfassungsgericht dann zu Recht darin, dass sich das solcher Art gewährleistete Eigentum, Zitat, in seinem rechten Gehalt durch Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsfreiheit des Eigentümers über den Eigentumsgegenstand ja, auszeichnet. Zitat Ende. Bei gleichzeitiger Orientierung des Privateigentums am Gemeinwohl sowie der Rücksichtnahme auf die Belange derjenigen Mitbürger, die auf die Nutzung des Eigentumsgegenstandes angewiesen sind. Nach einer anderen weit verbreiteten ideologischen Ansicht besteht der volkswirtschaftliche Zweck des Eigentums in der bestmöglichen Versorgung der Bürger mit nützlichen Gütern, wobei die Ungleichheit der Eigentumsverteilung zugleich Ausdruck einer unvermeidlichen Güterknappheit ist. Eigentum ist daher, das ist jetzt die erste These auf dem Thesenpapier, nicht ein rationelles Verhältnis eines Menschen zu einer Sache, deren Gebrauch für ihn nützlich ist. In diesem Sinne wäre eine Sache Gegenstand irgendeines Gebrauchs, irgendeiner Nutzung, die die Sache als Mittel der Bedürfnisbefriedigung bzw. als Arbeitsmittel erfüllen könnte. Um Sachen in diesem Sinne zu gebrauchen, ja, ist auch kein Eigentum notwendig. Das Eigentum verhält sich zu diesem rationellen Umgang mit der Sachenwelt oder mit diesem rationellen Verhältnis des Willens zur Sache, verhält sich dazu polemisch oder negatorisch. Das Eigentum bildet vielmehr die Grundlage eines staatlich verbürgten Verhältnisses von antagonistischen gesellschaftlichen Interessen, das die Masse der Gesellschaftsmitglieder von der Partizipation am gesellschaftlichen Reichtum ausschließt. Das Rechtsinstitut des Eigentums erweist sich als abstraktes, weil von jeder Nutzung und von jedem Gebrauch unabhängige, ausschließende Verfügungsgewalt. Damit erhält die privateigentümliche Verfügungsgewalt über Sachen eben eine vom zweckmäßigen Gebrauch bzw. von der Nutzung der Sachen getrennte
und ihm entgegengesetzte Existenzweise. Um es nochmal zu betonen, abstrakt ist die Eigentumsgarantie deshalb, weil sie dem Eigentümer ein von jedem Gebrauch, jeder Nützlichkeit unabhängiges privates Verfügungsrecht zuspricht. Die Befugnis des Eigentümers bezieht sich also nicht bloß auf die zweckmäßige Nutzung, sondern unterstellt sie seinem privaten Belieben. Das heißt, er kann, wenn er mit der Sache nach Belieben verfahren kann, sie auch zerstören oder herunterkommen lassen. Anfang der 80er Jahre, da habe ich mal in Berlin studiert, da wurde sozusagen der Umgang der Hauseigentümer mit den Häusern ganz offensichtlich. Da bestand nämlich der Gebrauch des Eigentumsrechts darin, diese Häuser nach Möglichkeit unbewohnt zu lassen und dafür zu sorgen, dass sie innerhalb von kurzer Zeit der Abrissbirne geopfert werden müssen. Damals hat es ja dann auch entsprechende Bewegung der Hausbesitzer-Szene gegeben, die dann einerseits auch brutal bekämpft worden sind und andererseits eben in Rechtsform oftmals überführt worden sind. Also da konnten Leute dann Eigentumsansprüche erwerben unter der Voraussetzung, dass sie bereit sind, die Häuser zu renovieren und so weiter. Also zum Recht des Eigentums gehört auch die Zerstörung der Sache. Und zwar ganz unabhängig davon, ob es andere Menschen gibt, die zum Beispiel im Falle von Wohnungen darauf existenziell angewiesen sind. In unseren Breiten ist die Wohnung selbst ein Lebensmittel. Der Nutzen des Eigentums besteht deshalb für den Eigentümer nicht in der Beziehung seines Willens eben auf die nützlichen Dinge gegenüber dieser abstrakten privaten Verfügungsmacht im Eigentum, deren soziale Bedeutung darin liegt, dass andere Individuen diejenigen Sachen, die sich unter der Kontrolle des Eigentümers befinden, selbst zum Leben brauchen, als Lebens- oder Konsumptionsmittel im weitesten Sinne, erweist sich, dass der individuellen Konsumtion dienende Eigentum als eine sekundäre und untergeordnete Funktion der allgemeinen Eigentumsgarantie. Eigentum ist deshalb in erster Linie das verfassungsrechtlich gewährleistete sozioökonomische Ordnationsprinzip der exklusiven Verfügung über den gesellschaftlichen Reichtum. Also die Eigentum an privaten Konsumptions- und Lebensmitteln ist nur eine abgeleitete, völlig untergeordnete Bestimmung. Es geht also natürlich beim Eigentum vor allen Dingen um Eigentum an Produktionsmitteln. An der Stelle könnte man jetzt einen kleinen Ausflug in die Hegelsche Rechtsphilosophie machen, das spare ich mir jetzt. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Hegel sehr wohl gesehen hat, dass Eigentum nichts mit einem rationellen Verhältnis des Willens zur Sachenwelt zu tun hat. Also dieses Missverständnis hat er bekämpft. Was er dann selber als Angebot vorgelegt hat, wie man sich das Eigentum dann erklären könne, ist dann selber wiederum eine idealistische Konstruktion. Er war nämlich der Auffassung, im Eigentum manifestiert sich die Freiheit des Geistes oder des Willens über die Natur in der Form einer Zueignung. Und dann denkt man, Eigentum hat man nach dieser Konzeption, um die Überlegenheit des Geistes über die Welt der Natur zu manifestieren. Da denkt man, das könnte man auch einfacher. Der Witz am Privateigentum besteht also deshalb darin, und das ist die zweite These auf dem Thesenpapier, dass in einer Gesellschaft, in der es gilt, die meisten Menschen wegen der besagten exklusiven Verfügung über die materiellen Bedingungen der Ökonomie eigentumslos sind. Also Eigentum, Garantie des Eigentums und Eigentumslosigkeit des Großteils der Bevölkerung sind identisch. In einer Gesellschaft, in der Eigentum gilt, sind die meisten frei von Eigentum. Man könnte auch noch weitergehen und sagen, dort, wo Eigentum existiert, existiert Armut. Nämlich im Sinne der ökonomischen Bedürftigkeit. Durch die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln, die den Eigentümern gehören, sind die Ersteren gezwungen,
ihr Arbeitskraft lebenslänglich in den Dienst der Vermehrung fremden Eigentums zu stellen, ohne jemals damit in der Lage zu sein, den Ausgangspunkt des Verkaufs ihrer Arbeitskraft, nämlich ihre ökonomische Not oder ihre Armut, aufgrund ihres Ausschusses von den Produktionsmitteln durch den Verkauf der Arbeitskraft irgendwann mal aufzuheben. Das heißt, es ist also ein Verhältnis, das andauert, das fortdauert, das sich permanent reproduziert. Mit der rechtlichen Gewährleistung des Eigentums stiftet der bürgerliche Staat, dies ist die dritte These, das gesellschaftliche Produktionsverhältnis der Lohnarbeit, und zwar als permanentes, sich beständig reproduzierende ökonomische Zwangslage derjenigen, die nur durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft ihren Lebensunterhalt zustande bringen. Eigentum stiftet ökonomische Abhängigkeit und Not auf der einen, ökonomische Herrschaft und Kommandogewalt des Kapitals auf der anderen Seite. Die Herrschaft des als Kapital fungierenden Geldreichtums über die lebendige Arbeitskraft erweist sich also als das sozioökonomische Substrat des Eigentumsinstituts. Die Wahrheit des Eigentums besteht also darin, dass es sich um ein Recht der Aneignung fremder Arbeit handelt. Das ist also der eigentliche Witz am Eigentum. Der bürgerliche Staat bewährt sich, und das ist jetzt die vierte und letzte These, mit der rechtlichen Gewährleistung von Freiheit der Person und Eigentum als ideeller Gesamtkapitalist, also nach der Formulierung von Engels. Er dient nicht den konkreten ökonomischen Interessen einzelner Eigentümer oder einzelner Kapitalisten, sondern versteht sich als Sachwalter der kapitalistischen Geldvermehrung insgesamt oder, wie Angela Merkel nicht müde wird zu betonen, des Wirtschaftswachstums. Ich hatte schon auf den sozioökonomischen Inhalt des Rechtsinstituts des Eigentums hingewiesen. Man kann sich diesen Sachverhalt auch noch mal anders klar machen. Eigentum ist nicht gleich Eigentum, obwohl die Rechtsordnung jeden Eigentumstitel unterschiedslos zu ihrem Schutzgut erklärt. Zwar werden auch die Gegenstände der unmittelbaren privaten Nutzung durch das Rechtsinstitut des Eigentums geschützt, aber das Konsumtiveigentum ist nur ein abgeleiteter, untergeordneter Fall der Gewährleistung des Eigentums, in dessen Zentrum nämlich stattdessen das Produktiveigentum bzw. das Eigentum an Produktionsmitteln steht. Der rechtliche Schein der universellen Eigentumsgarantie, der dazu führt, dass persönliches, konsumtives und produktives Eigentum als gleichermaßen gewährleistet und geschützt gelten, ist deshalb zugleich der Ausgangspunkt für alle möglichen Ideologien in der bürgerlichen Gesellschaft. Solche Ideologien waren oder sind vielleicht auch noch in der politischen Linken verbreitet, die Marburger Politikwissenschaftliche Schule um Wolfgang Abendroth, aber eben auch bürgerliche Rechtswissenschaftler haben dem Umstand, dass das Eigentum an Produktionsmitteln nicht Gegenstand einer expliziten verfassungsrechtlichen Gewährleistung ist, sondern das Grundgesetz in Artikel 14 eine abstrakte Garantie des Eigentums enthält, den Schluss gezogen, dass das Grundgesetz wirtschaftspolitisch neutral sei. Und während dann die konservativen Staatsrechtslehrer an dieser angeblichen wirtschaftspolitischen Offenheit des Grundgesetzes den Vorteil der wirtschaftspolitischen Bewegungsfreiheit des Staates erkennen, hat die Abendroth-Schule daraus den Schluss gezogen, auch der Sozialismus, und der war nach deren Vorstellung mehr oder weniger der Staatssozialismus der DDR, sei mit dem Grundgesetz vereinbar. Auch das Bundesverfassungsgericht selbst hat betont, dass der Verfassungsgeber sich nicht für ein bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden hat. Auch das ist sozusagen ein Missverständnis, denn, wie gesagt, ich habe ja gerade schon versucht auszuführen, dass mit der Garantie, mit der Durchsetzung der Trennung des Willens beliebiger Zwecksetzung von den Mitteln der Zweckrealisierung die Sache schon entschieden ist. Und deshalb soll zum Abschluss
noch einmal die Leistung der rechtlichen Gewährleistung des Privateigentums für die kapitalistische Produktionsweise resümiert werden. Wir haben gesehen, dass das Privateigentum Ausdruck der dauerhaften Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln ist. Das private Verfügungsrecht der Eigentümer bewirkt den Ausschluss aller Interessenten, die das Produkt brauchen, von dessen Verwendung und Gebrauch. Voraussetzung, Ausgangspunkt und bleibende Grundlage der herrschenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist, so absurd wie in der Marktwirtschaft selbstverständlich, der Gegensatz zwischen Produktion und Bedürfnis, der mit dem Eigentumsrecht der Produzenten, also der Eigentümer, gesetzt ist. Eigentum ist die rechtlich verbürgte Macht von Rechtssubjekten, ihr Eigentum an Gebrauchswerten, dem in der Gesellschaft vorhandenen Bedürfnis vorzuenthalten. Nicht, um es doch selber zu benutzen, sondern um es gegen ein Stück allgemeiner in der Form des Geldes existierender Verfügungsmacht und nur gegen diese in der Geldform existierende Verfügungsmacht herauszugeben. Die tatsächlichen Produzenten, das heißt diejenigen, die unter Einsatz ihrer Arbeitskraft die Produktion realiter bewerkstelligen, bilden den eigentumslosen Großteil der Bevölkerung. Sie gelangen an die Lebensmittel bzw. an die Güter des alltäglichen Bedarfs nur unter der Voraussetzung, dass sie ihre Arbeitskraft in den Dienst der Vermehrung des Privateigentums stellen. Bei dieser aus der Armut resultierenden Notwendigkeit zum Verkauf der Arbeitskraft ist aber keineswegs gewährleistet, dass der Verkauf auch tatsächlich zustande kommt. So sehr die Arbeiterklasse also auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen ist, also wie Marx sich in den Grundrissen ausdrückt, handelt es sich um eine Question de vie et de mort, also eine Frage auf Leben und Tod. So wenig ist dieser Verkauf tatsächlich sichergestellt. Er hängt vielmehr von der Gewinnkalkulation der Eigentümer ab. Die Verrichtung von Lohnarbeit als ökonomischer Normalfall beruht also auf der Notwendigkeit, die der spezifischen Sorte Reichtum geschuldet ist, für dessen Vermehrung diese Arbeit geleistet wird. Die gesellschaftliche Arbeitskraft wird für die Erzeugung von immer mehr Geld benutzt und verschlissen, weil sie gar keine Chance hat, sich der Macht des Eigentums selbst zu bedienen. Sie dient dem Eigentum, weil sie selber keines hat, vielmehr durch die rechtliche Macht des Eigentums dauerhaft von allem Benötigten, von allen Subsistenz- und Produktionsmitteln getrennt ist. Arbeitskräfte, die mit ihrer Arbeit Wert schaffen, tun das deswegen, weil sie von sich aus nicht in der Lage sind, in gesellschaftlicher Arbeitsteilung für sich zu sorgen, sondern darauf angewiesen, durch und für die Macht des Eigentums in Dienst genommen zu werden. In diesem Sinne erklärt Marx im Kapital, produktiver Arbeiter zu sein, ist daher kein Glück, sondern ein Pech. Und zwar deshalb, weil das kapitalistische Produktionsverhältnis den Arbeiter zum unmittelbaren Verwertungsmittel des Kapitals stempelt. Diese abstrakte Produktivkraft entfaltet die Arbeit nur, weil die Privatmacht des Geldes sich ihrer bemächtigt hat. Anders kommen eigentumslose Arbeitskräfte überhaupt nicht in irgendeiner gesellschaftlich Produktivität, kommen überhaupt nicht in eine irgendwie gesellschaftliche produktive Tätigkeit und anders kommt ihrer produktiven Tätigkeit überhaupt nicht die ökonomische Leistung zu Eigentum zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Könnte wir selber noch mal einen Einwand machen. Und man könnte ja sagen, das ist jetzt doch gar nicht marxistisch, weil ich jetzt nicht so sehr auf die ökonomischen Verhältnisse als solche abgestellt habe, sondern auf die Rolle der Staatsgewalt und eben der staatlich verbürgten Eigentumsgarantie und in der nun selber ein ganz zentrales, ja gewissermaßen Produktionsmittel gesehen habe.
Also das heißt schon, dass also die Rolle der Staatsgewalt, also die Rolle des politischen Subjekts der bürgerlichen Gesellschaft in dieser Hinsicht eine ganz wesentliche ist. Und das ist sicher ein Punkt, der bei Marx zwar auch vorkommt, aber nicht in dieser, ja vielleicht in dieser Deutlichkeit entwickelt worden ist. Leider hat er das Buch über den bürgerlichen Staat, das er eigentlich auch geplant hatte, eben nicht mehr schreiben können. Also kein Widerspruch, also ich sehe darin keinen Widerspruch zu dem, was Marx im Kapital entwickelt, aber darin liegt natürlich eine etwas andere Akzentuierung. Ja, bitte. Die meisten Menschen haben ja Probleme, wenn sie arbeitslos sind und dann zu Hause rumhängen, nicht wissen, was sie machen sollen, deswegen streiten sie ihre Frau, weil sie sonst noch daheim sind. Und die bekommen dann Probleme oder psychische Probleme oder sonst irgendwas, weil der Mensch ja eigentlich gar nicht ohne Arbeit auskommt. Oder nicht wirklich. Diese Nutzlosigkeit oder diese Sinnlosigkeit, dieses Gefühl, wenn ich jetzt mal ganz von dem Eigentum weggehe, es gibt ja auch Leute oder Firmenchefs oder Eigentümer oder gerade bei der Kapitalvermögen, die können einfach nicht aufhören, die sind auch glücklich und die arbeiten ja dann auch, die gehen ja gar nicht, also so ein richtiger Kapitalist geht ja gar nicht in Rente, der arbeitet ja noch weiter, mit 65 noch weiter und immer weiter. Ja, also dass die Arbeit, also dass die Lohnarbeit ein Lebensbedürfnis ist, würde ich bestreiten. Ich würde sofort aufhören mit der Arbeit, wenn ich mir das leisten könnte. Ich würde nicht aufhören, überhaupt produktiv tätig zu sein. Aber ich würde mir das natürlich dann sozusagen gemütlich einrichten und würde ja nach meinen Vorstellungen tätig werden. Also das würde ich erstmal bestreiten, dass das überhaupt der Fall ist. Es ist natürlich doch klar, wenn ein Mensch Jahrzehnte gearbeitet hat, und die Lohnarbeit dann auch seinem Alltag Struktur verleiht hat und er darüber hinaus gar keine großartigen weitergehenden Aktivitäten entwickeln konnte, weil es erstens am Geld und zweitens an der Zeit gefehlt hat, dass ein Mensch dann Probleme bekommen kann, das ist natürlich auch wahr. Aber das liegt natürlich daran, dass die Menschen dann schon so zugerichtet sind, dass sie für alle anderen Formen der Tätigkeit und natürlich auch für alle anderen Formen des Genusses natürlich unbrauchbar geworden sind. Oder dass sie genau diese Fähigkeiten, diese schönen Kompetenzen des Umgangs mit der Muße und der genussvollen Muße, natürlich das in ihrem Leben überhaupt nicht auf dem Programm gestanden haben. Also für die ist dann die Freizeit wirklich ein Problem. Und da würde ich aber sagen, das wäre bei mir nicht der Fall. Ich wüsste meine Zeit gut einzurichten. Und da könnte ich mir noch etwas anderes vorstellen, als für ein Gehalt tätig zu sein. Ich würde zum Beispiel nicht mit dem Philosophieren aufhören. Aber da denkt man, 4 Stunden Unterricht wäre auch schon genug. So, also, dass die Leute, wenn sie sozusagen ein Leben lang zugerichtet worden sind, da ist dann auch klar, ja, wenn dann die Rente dann auch eintritt und wenn, ja, ein bisschen Geld vorhanden ist, dann kommt auch kein vernünftiger Genuss mehr bei raus. Ja, man weiß natürlich, wie der Massengeschmack oder der Massenkonsum aussieht. Ja, eine Veranstaltung schäbiger als die andere. Auch das ist klar. Ja, also die genussvolle Muße ist etwas, was man selber kultivieren muss. Und wenn man ein Leben lang davon ausgeschlossen worden ist, dann ist auch klar, weiß man weder mit der Zeit noch vielleicht mit dem Geld, das man dann zur Verfügung hat, was anzustellen. Das ist aber dann selbst ein Resultat sozusagen der Zurichtung der Menschen durch die Arbeit. Sie können mir doch nicht erzählen, dass es ein Herzensbedürfnis ist, der Leute jeden Tag in der Fabrik anzutreten. Das sagt keiner, ich langweile mich sonst zu Hause. Es steht auch niemand vor der Alternative, sich diese Entscheidung auch vorlegen zu können. Es ist ein Gebot der ökonomischen Notwendigkeit. Oder Ausdruck der Armut. Es gibt daran gar kein Entkommen an dieser Notwendigkeit. Der kann man sich gar nicht entziehen. Und deshalb, es gibt auch Menschen, die sich dann sagen können, also die ist dann für mich vorbildlich in dieser Hinsicht, Linda Evangelista, Model, hat mal gesagt, für unter $25.000 stehe ich gar nicht auf. Ja, da gibt es Menschen, die können sich das offenbar leisten. Aber dafür, die normale Bevölkerung, steht das doch gar nicht auf dem Programm. So, und wenn Sie dann Ihr Leben, wenn Sie 40 Jahre zum Glück haben, sozusagen im Dienst der Vermehrung fremden Eigentums verbracht haben,
dann ist wahrscheinlich bei der Gestaltung des Lebensabends, wie es schon so schön heißt, dann auch nicht mehr allzu viel im Programm. Und das Schöne ist ja, dass die meisten dann auch gleich eine sozialverträglich früh ablehnen. Wenn sie die entsprechende schäbige Arbeit geleistet haben, da sind die Lebenserwartungen dann auch zweckmäßigerweise gar nicht allzu hoch. Das weiß man auch. Armut macht krank. Oder da ist die Lebenserwartung schon deutlich geringer, als wenn sie ja, zur Bourgeoisie, zu den bürgerlichen Eliten gehören. Die sind auch besser in der Lage, für ihre Gesundheit zu sorgen, vorzusorgen, als das in einem normalen ja, Lohnabhängigkeitsverhältnis dann der Fall ist. Also insofern würde ich sagen, kein Einwand, sondern würde ich so zurückgeben, als es ist in der Tat so, dass die Menschen für den Genuss, für die Muße, für eine sinnvolle Betätigung dann auch ruiniert sind. Und gehen Sie mal ins Altersheim, da werden Sie sehen, was dann noch auf dem Programm steht. Ja, gibt es weitere Fragen, Bemerkungen? Also man muss unterscheiden, also dass jeder Mensch hat sicher ein Bedürfnis nach produktiver, zweckmäßiger Tätigkeit. So, aber dass es sozusagen in der Form der Lohnarbeit stattfindet, nämlich als Ausdruck einer ökonomischen Abhängigkeit, das ist doch nicht dasselbe. Also wenn ich auf das Gehalt verzichten könnte, würde ich doch weiterhin Philosophie betreiben. Aber würde mir den Stress des Jobs dann sparen. Ich sehe zum Beispiel, in Dreh gibt es so viele Noten, die sind ja anscheinend auch alle, so ökonomisch abhängig und viele kommen ja aus dem Osten. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass hier in unserer kapitalistischen Gesellschaft eigentlich ja, jeder sich verkauft. Ja, Platon hätte natürlich gesagt, also Philosophen, die sich bezahlen lassen für die Entwicklung ihres Wissens, das sind auch Huren des Wissens. Also der fand das despektierlich. Also das Wissen ist nicht etwas, was man gegen Geld unter die Leute bringt. Das sagt aber eben Platon, ein Aristokrat in Athen. Also das ist gegen die Sophisten gerichtet. Klar, jede Dienstleistung, also alles das, was man hier von einem anderen will, ist letztlich vermittelt über Geldbeziehungen. Es gibt dann noch den Bereich des Privaten. Da soll das nicht so sein. Ist jedenfalls das Ideal. Auch da gibt es natürlich Berechnungen, also bei den Liebesverhältnissen, die die Menschen eingehen. Auch da gibt natürlich sozusagen diese Abteilung, ja, wer heiratet wen, unter welchen Bedingungen. Da muss es aber nicht so sein. Das ist auch natürlich die Ideologie und auch sozusagen das Bild, was die Gesellschaft von diesen Verhältnissen liefert, dass gesagt wird, ja, da soll es natürlich gemütlich zugehen. Da sollen die Leute nicht auf ihren Egoismus herumreiten und auf ihren Nutzenkalkül, sondern da sollen sie ja, mit ihren Partnern oder Partnerinnen sozusagen ja, freundschaftliche Liebesverhältnisse eingehen, in der diese Berechnungen nicht angestellt werden. Auch da hat man aber natürlich den Widerspruch. Einerseits ja, sind die Liebesverhältnisse, die Sympathien, die man da hat, vom Recht ganz unabhängig. Die stellen sich weder aufgrund des Rechts ein, noch hören sie aufgrund des Rechts auf. Trotzdem sind das Verhältnisse, die rechtlich geregelt sind. Es ist aber dann auch klar, wenn da die Individuen den Rechtsstandpunkt geltend machen, ist die Beziehung zu Ende. Also wenn sich da die Ehepartner oder die Partner in einer Partnerschaft auf das Recht berufen, ist Schluss mit der Beziehung. So, das soll das Refugium des Privaten sein, das Refugium ja, des mangelnden Eigeninteresses, des Altruismus. Ja, und leider führt das dann auch zu lauter Katastrophen. Also bürgerliche Subjekte, die es sonst gelernt haben, auf ihren Vorteil zu achten, darauf zu reflektieren und die nur sozusagen in dem Rest ihres Lebens, in anderen Abteilungen ihres Lebens, als Verfolger ihrer Interessen unterwegs sind,
die legen natürlich solche Gesichtspunkte auch in den Beziehungen nicht ein. Da gibt es dann auf einmal Ausschließlichkeitsansprüche im Hinblick auf den Partner, die Partnerin. Und da wird dann schnell der Übergang gemacht zu der Vorstellung, ja, wenn mich die Alte verlässt, dann mokse ich sie ab. Es ist gang und gäbe, die ja, Ehe oder Partnerschaften sind Polizei und Gericht bekannte Orte der Gewalt. Also da selbst, da wo die Ideologie gehegt wird, da geht es nicht um den Eigennutz, sondern da geht es um Liebesverhältnisse, scheint es nicht so zu sein, als wenn die Liebe sich da automatisch einstellt. Und also, dass es natürlich Prostituierte gibt, hat natürlich mit der Armut zu tun. Das macht keine Frau, macht das freiwillig. Es muss immer, liegt immer eine ökonomische Notlage zugrunde. Und hier liegt es natürlich daran, dass offenbar die Gesetzgebung in Luxemburg und in Frankreich schärfer ist und deshalb gibt es einen Sextourismus. Ist noch nicht so wie in Thailand, aber es geht in dieselbe Richtung. Und natürlich ist klar, dass Prostitution ein Resultat von Verarmung ist. Deshalb kommen die Damen ja eben aus Osteuropa und haben dann eine Familie, die sie dann ernähren müssen und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles weitgehend bekannt. Ist ja nicht so, als wenn das ein Geheimnis ist. Da gibt es ja jemanden, der mal was Positives zum Eigentum sagen will. Das ist immer die Frage. Das ist ja nicht, was, nicht so weit verbreitet, dass das Eigentum kritisiert. Also ich habe ja schon einmal darauf hingewiesen, auf den Unterschied von Produktiv- und Konsumtiv-Eigentum bei den Konsumtiv-Eigentum, also bei den Sachen des alltäglichen Gebrauchs. Die sind natürlich auch geschützt und wenn Sie mir jetzt die Uhr klauen wollen oder die Brille, dann wird das Recht auch aktiv. Aber da ist es natürlich oftmals so, dass die Gegenstände schon aufgrund ihrer Beschaffenheit sozusagen selbst nur für eine private Nutzung geeignet sind. Denn mit meiner Brille könnten Sie vermutlich gar nicht viel anfangen. Mit meinem Gebiss oder was auch immer vermutlich auch nicht. Aber da gibt es also schon Dinge, die von Natur aus eigentlich nur für einen privaten Gebrauch zuständig sind. Beim Geld sieht es natürlich anders aus. Das kann jeder gebrauchen und deshalb wird auch lieber das Geld geklaut als die Brille oder das Gebiss. Das ist der allgemeine Eigentumstitel, der unterschiedslos ja, jedes beliebige Stück aus dem gesellschaftlichen Reichtum, ja, dass man sich dadurch aneignen kann. Also insofern geht es beim Eigentum eben nicht um die privaten Sachen. Also meine Bücher wollen Sie wahrscheinlich auch nicht haben, die ist zu viel drin rumgeschmiert und angemerkt. Da sagen Sie auch, das muss ich auch nicht haben. Ja, bitte sehr. Ein positiver Aspekt von Eigentum wäre, wenn man es sich global dann ansieht, dass es zum Beispiel auch Bestrebungen gibt, zum Beispiel Kleinbauern ein Recht auf ein Stück Land zu geben. Und zwar in Bezug auf die Problematik, dass es Form von Landgrabbing gibt, ja, wo sich große Unternehmen, multinationale Konzerne, Landflächen unter den Nagel reißen, unter Rückgriff auf staatliche Gewalt. Und dass dann gesagt wird, wenn es eine bestimmte Form von Eigentum gibt, von privaten Formen der Produktionsmittel, ist eine Form, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ja sich also auch selbst versorgen können. Insofern wäre ja auch die Frage, also ist diese völlige Aufhebung von Eigentum sinnvoll oder gibt es irgendwie eine Obergrenze, wo das Eigentum ja dann auch dazu nutzt, eine Form der Unabhängigkeit und eine Form der Autonomie zu gewährleisten. Ja, aber da wäre auch dann sofort die Frage, muss das jetzt in der Form von Privateigentum stattfinden? Also da würde man doch sagen, warum können sich die Leute nicht genossenschaftlich organisieren? Oder in Form von Gemeineigentum? Also da würde mir jetzt quasi nicht einleuchten, dass das dann wiederum nun selber in der privaten Verfügung über irgendeine kleine Parzelle stattfindet, sondern da wäre doch dann eher angemessen, gerade wenn es sozusagen ökonomische Großkonkurrenten gibt, dass die Leute sich dann zusammenschließen und dann aber nicht in Form eines Privateigentums dann tätig sind, sondern sich anders organisieren. Aber da würde ich natürlich sagen, das ist natürlich in der Tat ein Gesichtspunkt. Andererseits wissen wir natürlich auch, sind die ja, im Kapitalismus vorhandenen Aneignungsgesetze, die früher oder dazu führen,
das Eigentum sich konzentriert, das Kapital sich akkumuliert. Und das also sozusagen, selbst wenn man das als Ausgangspunkt mal nimmt, und der Markt spielt das ja in der ursprünglichen Akkumulation, spielt er diesen Gedanken durch. Also er macht die hypothetische Annahme, wir unterstellen eine Gesellschaft von Warenproduzenten, in der jeder Eigentümer seines Unternehmens, seines Handwerks, seiner Produktionsmittel ist, für den eigenen Bedarf nur arbeitet, also für den eigenen Lebensunterhalt und eben das, was überschüssig ist, dann verkauft. Und er zeigt ja, macht das ja ganz deutlich, dass es dann einen Umschlag der Aneignungsgesetze gibt. Die Voraussetzung ist, ja, private Arbeit, also privates Eigentum für private Produktion. Und dass es dann den Umschlag gibt, der dazu führt, dass diese privaten Produzenten, also die Warenproduzenten, eben verschwinden. Also sozusagen die Mechanismen der ökonomischen Konkurrenz sind so, dass das kein dauerhafter Zustand ist. Dass das Ergebnis wieder die Konzentration von Eigentum oder von gesellschaftlichen Reichtum und Kapital ist. Das ginge nur unter der Voraussetzung, dass man natürlich überhaupt ja, den Verkauf von Land zum Beispiel überhaupt einschränkt, verbietet. Also das wäre natürlich eine Variante. Also bei Rousseau. Da findet man in der politischen Philosophie solche Überlegungen. Der ist der Auffassung, es muss alles dafür unternommen werden, dass sich Privateigentum nicht in kapitalistisches Eigentum verwandelt. Und das heißt, da muss man verhindern, dass es große Austauschbeziehungen gibt. Also keine Kauf und Verkauf von Waren, das muss verhindert werden. Also wenn Sie eine Subsistenzwirtschaft betreiben, Ihren Hof haben, der denkt immer an die Schweizer Bergbauern oder eben die Bauern im Bergbauern im Jura in der Schweiz. Ja, also die sozusagen autarke Hauswirtschaften haben, ja, das ist das Ideal. Also dann ist das Eigentum eine sinnvolle Einrichtung. Aber es ist natürlich klar, da hat er ganz klare sozusagen Hindernisse eingebaut für ja, Warenaustausch. Das ist nicht vorgesehen. Also Subsistenzwirtschaft tritt dann an die Stelle. Also jeder hat seinen Grund und Boden und werkelt da rum, der ist ökonomisch unabhängig. Er tritt ja mit dem Rest der Gesellschaft nicht in ökonomische Verhältnisse. Ja, das ist aber natürlich eigentlich eine reaktionäre Utopie. Man muss dann schon in die Schweizer Bergwelt gehen. Also hat dann auch die Vorstellung, die Verhältnisse, in denen die topografischen Verhältnisse müssen dann auch so sein, dass die Menschen nicht großartig ja, irgendwelche Geschäftsbeziehungen aufbauen. Da ist der eine Bauernhof und den anderen kann man dann zwar sehen, aber man muss dann 3 Stunden wandern. Also das ist so die Vorstellung, die dann herrscht. Also wenn Sie dann aber sozusagen Verkauf, Warenproduktion etablieren, mit den entsprechenden Mechanismen, dann führt das früher oder später eben wieder dazu, dass ungleiche Eigentumsverhältnisse entstehen. Ja, bitte. Ich hätte nur dazu vielleicht eine Frage, in den Verhältnissen, die Rousseau dann da beschreibt, wie wäre es dann mit Erbschaft? Also, wie würde es dann weitergehen nach dem? Da weiß ich jetzt gar nicht, ob er dazu irgendwie wirklich was sagt, aber natürlich ist die Vorstellung, also klar, der Bauernhof kann natürlich vererbt werden, bleibt also Familieneigentum, aber mehr als Subsistenzwirtschaft ist da nicht drin. Und die müssen natürlich intakt bleiben, denn das würde ja, wenn es dann das Erbrecht nicht gäbe, würde das ja bedeuten, dass die Familie der denkt natürlich paternalistisch, also mit dem Tod des Familienoberhaupts dann den Bauernhof verlassen müsste. Das kann ja nicht Sinn der Veranstaltung sein. Also der hat ein ausgeprägtes Bewusstsein für die ja, Sprengkraft oder für die Dynamik der kapitalistischen Verhältnisse, aber der zieht daraus den Schluss, es muss also alles getan werden, um ja, das zu verhindern, dass solche Verhältnisse eintreten. Und das ist natürlich sozusagen rückwärtsgewandt und es ist natürlich, ja, erweckt auch den Eindruck, das geht alles nur mit Zwang und Unterdrückung. Also der ist dann in dieser Hinsicht auch repressiv. Also das, was der bürgerliche Mensch für den Inbegriff der Freiheit hält, nämlich die Freiheit des Beliebens, der Willkür, der freien Zwecksetzung, das ist natürlich nach Rousseau gerade ausgeschlossen.
Das ist nicht drin. Also der ist insofern kein Theoretiker der bürgerlichen Freiheit. Also er bringt das mal auf die Formel, also niemand soll so reich sein, dass er einen anderen kaufen kann und niemand soll so arm sein, dass er sich verkaufen muss. Also das Ideal ist eben tatsächlich, ja, jede Familie hat ihren eigenen Bauernhof, ist ökonomisch autark und mehr soll nicht sein. Also er weiß natürlich auch, dass das sozusagen eher utopisch ist, aber das ist sozusagen, wenn schon Staat oder wenn schon Vergesellschaftung, dann ist das die beste Variante. Ja, bitte. Ja, nicht ganz gesehen, also Sie haben ja jetzt diese negativen Eigenschaften, diese Unabhängigkeit, den exklusiven Charakter des Eigentums, jetzt vor allem am Privateigentum, an Produktionsmitteln festgemacht. Würden Sie das jetzt so auch eins zu eins auf so einen Staatssozialismus, den Sie einmal kurz erwähnt haben, auch anwenden, oder würden Sie da sagen, das muss anders interpretiert werden? Weil diese negativen Eigenschaften gibt es ja dort durchaus auch. Vielleicht, also vielleicht genauso, vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger dort. Ja, ich meine, also in der Sowjetunion, in der DDR oder in allen Sozialismus hat man ja solche Verhältnisse gehabt. Die haben die Eigentümer abgeschafft, aber haben natürlich die anderen Verhältnisse aufrechterhalten. Die Lohnarbeit hat weiterhin bestanden und da hatte der Staat das Wirtschaftsleben dann übernommen. Das heißt, an der Abhängigkeit, also an dem Zwang zur Lohnarbeit, hat sich auch gar nicht geändert und es war dann auch nicht so, dass dann groß darauf gesetzt wurde, dass die notwendige Arbeitszeit reduziert worden ist. Wir wissen ja, das war immer ein Kampf, dass die Normen erhöht werden sollten. Andererseits war die Arbeit dann wiederum nicht so produktiv, wie das dann im Westen der Fall ist. Ja, weil also die ökonomischen Hebel dann nicht in dieser Weise wirksam waren, dass die Leute sich privat bereichern konnten. Aber das ist natürlich keine vernünftige Alternative, wenn die Staatsgewalt die Eigentümerklasse abschafft und sozusagen an die Stelle tritt und alle anderen Verhältnisse weitgehend aufrechterhält. Und also wieder vor allen Dingen offenbar an der Lohnarbeit überhaupt nicht zu kritisieren hat, sondern stattdessen eben ein Lob der Arbeit dann in den verrücktesten Formen passiert. Also diejenigen, die Helden der Arbeit, die das Soll übererfüllt haben, das waren nur die Helden für die Regierung, denn für die Kollegen war das natürlich die Pest, wenn das Arbeitszoll um 300% übererfüllt worden ist. Dann war doch klar, dass die anderen dann alt aussehen und verglichen werden, gemessen werden an dem, was der Held der Arbeit denn so zustande gebracht hat. Und damit natürlich Druck ausgeübt worden ist, dass die Leistung gesteigert wurde. Und da hatte man Gelegenheit für alle möglichen ganz wunderbaren Zwecke, für die Sowjetunion, sich heldisch im Arbeitseinsatz zu bewähren. Und zwar sozusagen, also in dem Maße, wo sozusagen die moralische Agitation sozusagen dort um sich gegriffen hat, ist das ja selbst schon ein Hinweis darauf, dass für die Leute das nicht ohne weiteres einsehbar war und einsichtig war, warum sie jetzt mehr arbeiten sollen. Das ist dann schon, also in Form einer ideologischen, moralischen Betreuung hat dann das Lob der Arbeit dann da stattgefunden. Und wenn man so vorgehen muss, ist das schon ein Hinweis darauf. Das ist nicht die Herzensangelegenheit der Menschen selber gewesen. Da gab es allerdings natürlich viele Formen, wie man sich dann dem wieder auch entziehen konnte. Weil also die ökonomischen Mechanismen andere gewesen sind. Es gab natürlich auch viele Arbeitsverhältnisse, wo man denkt, ja, das war Beschäftigungstherapie. In Moskau in der U-Bahn sitzt an den Treppen immer eine Dame, die darauf aufpasst, wenn was passiert, drückt die den roten Knopf. Also da gibt es viele Arbeitsverhältnisse, die wird es bei uns nie geben. Oder ich war mal in der Lenin-Bibliothek, da ist viel Personal unterwegs. Da kriegt man einen Laufzettel und da wird immer abgestempelt, in welcher Abteilung man denn gerade gewesen ist. Und das Schönste war dann bei dem Verlassen der Bibliothek, kommt man an eine Schranke, da sitzt einer in einem Gehäuse, da gibt man die Karte ab und der stempelt die dann. Dann geht man durch die Schranke und ein Meter oder zwei Meter weiter sitzt dann jemand, der die Karte in Empfang nimmt. Ja, das schafft Arbeitsplätze.
Also diese Verhältnisse hat es natürlich da auch gegeben. Aber natürlich war auch klar, gab es so etwas wie eine elementare Grundversorgung, aber der Wohlstand und die Gemütlichkeit ist dort auch nicht ausgebrochen. Warum haben dann zum Beispiel also Rechtsinstitutionen wie Aktiengesellschaften, wo ja theoretisch die Möglichkeit bestünde, den Besitz an Produktionsmitteln zu streuen oder zu erweitern, warum hat das nicht dazu geführt, dass das passiert ist? Also klar, das ist aus einer anderen Logik heraus entstanden. Die Logik von Aktiengesellschaften ist eine andere. Aber wäre das nicht die Möglichkeit gewesen, dass dieses Verhältnis zu besprechen? Ja, aber warum sollte das eine gute Gelegenheit dazu sein? Also an dem Ausgangspunkt, also den ich ja versucht habe zu betonen, nämlich an der Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln, würde sich das dadurch nicht ändern, dass man dann auch selber Aktienbesitzer wird. Also auch das ist natürlich immer propagiert worden. Natürlich sollten auch die Arbeiter bei Thyssen oder bei Krupp sollten Aktien erwerben. Ja, da ist ein bisschen Geld eingekommen. Und dann haben sie ein Stimmrecht von einem Millionstel Anteil oder sowas. Damit können Sie natürlich die Firmenpolitik nicht bestimmen. Und es ist doch auch klar, an den Verhältnissen ändert sich doch gar nichts. Umgekehrt, ja, wenn es dann mal so ein Aktienbesitz wäre, der Sie dann davon befreit, Lohnarbeiter zu werden, dann darüber könnte man doch mal reden. Aber das ist doch nicht der Punkt gewesen. Also die Mechanismen, also das, was eine Aktiengesellschaft betreibt, nämlich das in der Gesellschaft bei den Menschen vorhandene Bedürfnis auszunutzen, um Geld zu akquirieren. Das würde sich doch dadurch nicht ändern. Also wenn man es nochmal deutlich sagen will, ich hatte das auch noch ein bisschen vorbereitet, ich habe dann die Zeit schon so weit fortgeschritten. Wenn man nochmal fragt, was ist der Zweck der Produktion in der kapitalistischen Gesellschaft? Er hängt auch ganz eng mit dem Eigentum. Es geht nicht darum, nützliche Dinge zu produzieren, sondern es geht darum, das Bedürfnis als Erpressungsmittel zu benutzen, um aus den Leuten Kaufkraft zu ziehen. Und dann, wenn keine Kaufkraft da ist, gibt es auch keine Bedürfnisbefriedigung. Dann können alle diese wunderbaren Dinge schon vorhanden sein. Wer kein Geld hat, der gelangt nicht in den Genuss dieser Dinge. So, das heißt, der Zweck der Produktion ist selber ein Verrückter, ein Irrationaler. Der Gebrauchswert, also die Nützlichkeit der Dinge, ist nur Mittel für etwas anderes, für einen anderen Zweck, nämlich die Vermehrung des Geldes, das mit der Produktion installiert werden soll. Ein völlig verrückter Zweck. Also die ganze bürgerliche Gesellschaft, sagt doch der Marx auch, ein unendlicher Reichtum von Waren. Also gibt es lauter nützliche Dinge, die überall herumstehen. Aber alle diese Dinge werden nicht produziert, damit irgendjemand etwas Vernünftiges damit anstellen kann, sondern der Zweck der Produktion ist nur die Bereicherung. Oder wie Frau Merkel das immer ausdrückt, das Wachstum. Und dann kann man nie fragen, ja, ist jetzt nicht mal genug gewachsen? Es reicht doch eigentlich mal mit dem Wachstum. Nein, das ist selber ein schrankenloser Prozess. Also die Produktion des abstrakten, in Geldform zur Darstellung kommenden Reichtums ist in der kapitalistischen Gesellschaft ein schrankenloser, unendlicher Prozess. Und der wird natürlich durch die Aktiengesellschaften überhaupt erst richtig befeuert. Es ist ja nicht so, dass da auf einmal sozusagen an den Abhängigkeitsverhältnissen, also an den ökonomischen Zwangsverhältnissen, sich etwas ändert. Man muss doch sagen, es ist doch absurd, dass in einer Gesellschaft, in der sozusagen ein enormer gesellschaftlicher Reichtum produziert wird, zugleich massenhaft Armut. Ich wollte noch etwas mitbringen. Gestern gab es einen Bericht über Kinderarmut in Deutschland. Da wurde gesagt, also 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche sind von Hartz IV abhängig. Da frage ich mich ja, wie viel gibt es denn sonst noch? Und in Berlin und Bremen jedes dritte Kind. Sagen in einer Gesellschaft, wo gestern Abend aber dann zugleich wieder gesagt wurde, es gibt ein starkes oder Wirtschaftswachstum oder stabiles Wirtschaftswachstum. Ja, das gibt natürlich alles. Und das steht auch zur Armut überhaupt in gar keinem Widerspruch, sondern ist offenbar die Armut die Voraussetzung für solche Verhältnisse. Wenn Sie gucken, was in den letzten 20 Jahren passiert ist,
Der Billiglohnsektor ist in Deutschland ausgeweitet worden. Ich glaube, mittlerweile 1/4 aller Arbeitsverhältnisse sind in dem Bereich angesiedelt. Dadurch hat sich Deutschland einen Wettbewerbsvorteil, einen Konkurrenzvorteil in der EU verschafft. Das Gelumpe, billiger zu produzieren. So, und da ist klar, also der gesellschaftliche Reichtum wächst in enormem Maße und gleichzeitig wächst die Armut. Das macht sich nicht sozusagen zugunsten der Produzenten geltend. Und wieder, daran würde eine Aktiengesellschaft nicht ändern. Aber ist das nicht eigentlich widersprüchlich? Also wie kann das denn Interesse, also wie kann denn das Kapital oder der Kapitalismus ein Interesse daran haben, dass es Armut gibt? Ich meine, da fallen ja auch potenzielle Konsumenten irgendwie weg, die dann die jeweiligen Produkte nicht mehr kaufen können. Also, oder was ist da der Haken? Ja, das gibt natürlich auch. Also selbst bei den Hungerleidern ist natürlich eine gewisse Zahlungsfähigkeit vorhanden. Die verhungern ja nicht gleich. Und für diese Klientel gibt es dann ja eigene Geschäftsmöglichkeiten. Also schon in den 20er Jahren hat die Firma Maggi ja preiswerte Suppenwürfel erfunden, um diejenigen ein bisschen abzufüttern, bei denen es am Arbeitseinkommen fehlt. Ja, da gibt es die Discounter, die sind dann für den Alltagskonsum, für die Lebensmittel dieser Klientel zuständig. Aber natürlich geht doch die Tendenz der einzelnen Unternehmen immer dahin, die Arbeitskraft natürlich ermöglicht, entweder zu verbilligen, sie zu ersetzen durch Maschinen oder Roboter oder den Arbeitstag zu verlängern. Und auch das ist natürlich auf einmal wieder gang und gäbe. In Frankreich wird jetzt gerade darüber diskutiert, ob die 35-Stunden-Woche nicht abgeschafft werden muss. Also man denkt, das ist doch mal eine Errungenschaft. Und das steht jetzt wieder zur Disposition, weil das ein Konkurrenznachteil ist. Also diese drei Varianten gibt es, wo einzelne Kapitalisten überlegen, wie sie die Produktionskosten reduzieren. Und das können sie eben dadurch machen, dass sie die Lohnkosten reduzieren und sozusagen die ganze Hartz-IV-Gesetzgebung, die ganze Arbeitsmarktreform unter der Schröder-Regierung hat natürlich dazu eben beigetragen, einen ganz neuen Bereich, nämlich des Billiglohns, in die Welt zu setzen. Das war eine Variante, den Arbeitstag verlängern oder menschliche Arbeitskraft zu ersetzen und Leute zu entlassen. Was gab es noch? Ich werde eigentlich auch darauf antworten, weil viele deutsche Unternehmen ja auch einfach dann exportieren und das und dadurch, dass sie halt billiger produzieren lassen als das europäische Umfeld, können sie ihre Produkte ja auch billiger verkaufen, da ja die Zölle wegfallen. Und somit brauchen die ja nicht unbedingt die Arbeiter in Deutschland, damit die ihre Produkte kaufen, sondern können das einfach das Ausland machen lassen. Und von daher ist das schon seit der Euro-Krise halt gewesen, dass die Deutschen, also der deutsche Markt, die Binnenmärkte Europas überschwemmt hat und somit halt den Gewinn gemacht hat und nicht abhängig ist von den Leuten, die sie dann schlecht bezahlen. Also das wird ja von anderen EU-Staaten, wird das ja auch immer kritisiert, dass Deutschland zu wenig dazu tut, um die einheimische Nachfrage zu fördern. Umgekehrt taucht das ja auch an. Dann merkt man nochmal, wie verrückt das ganze Unternehmen ist. Also der dicke Mann von der SPD, der hat mal die Leute dazu aufgefordert, sie sollen bitte mehr konsumieren. Aber doch nicht mit der Überlegung, ja, sollen sie mal was Gutes tun und mal eine gute Flasche Wein genießen. Das ist nicht der Gesichtspunkt gewesen, sondern um die Wirtschaft anzukurbeln. Und da werde ich gleich Asket, wenn ich sowas höre. Also da wird noch, also die Funktionalisierung des privaten Konsums für das Wachstum. Das ist ein völlig gängiger Gedanke. Und das ist doch die absurdeste Perversion. Also, dass die Leute etwas konsumieren sollen, ja nicht um für sich selber etwas zu tun, also daraus einen Genuss, einen Vorteil zu ziehen, sondern sie sollen konsumieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Dann muss ich sagen, dann bin ich nicht dabei. Aber das ist die Vorstellung. Also insofern kommt der private Konsum noch vor. Nämlich als Chance für das Geschäfte machen. Und auch das ist eine absurde Vorstellung, ist aber ein Hinweis darauf, ja, wie Herr Gabriel und die Geschäftemacher über den Konsum denken, nämlich als Mittel der Bereicherung. Das denken die sich dabei. So, und insofern ist es auch klar, ja, die Arbeitskräfte der anderen, die sollen natürlich konsumieren. Bei den eigenen will man dafür sorgen, dass die Lohnkosten weitgehend reduziert werden.
Also diese Perspektive auf den Geldbeutel von fremden Arbeitskräften, den gibt es natürlich sehr wohl. Und da haben sie dann auch wiederum nichts gegen einzuwenden, wenn die das Geld ausgeben. Also insofern bleibt das eben diese Ambivalenz. Also einerseits, also das wenige Geld oder das immer geringer werdende Einkommen, was die Menschen haben, also und an der Reduzierung dieses Einkommens wird natürlich permanent gearbeitet. Das sollen sie dann auch einsetzen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und das hält keiner für einen Zynismus, sondern das ist etwas, was dem dicken Mann leicht von den Zungen geht. Das hält der für völlig einsichtig und völlig klar. So, und wenn man dann nochmal den Vergleich anstellt, man sollte also nicht immer den Vergleich anstellen der hiesigen Lebensbedingungen mit denen in der dritten Welt und dann sagen, da haben wir noch Glück gehabt. Das ist ja eben leicht ein auch weit verbreiteter ideologischer Gebrauch oder Vergleich, der dann angestellt wird, sondern man sollte den gesellschaftlichen Gesamtreichtum vergleichen mit dem Anteil der Lohnempfänger, der Arbeitskräfte, welchen Anteil die denn daraus beziehen. Und da ist doch auch klar, dieser Anteil, die Partizipation der Arbeitskraft am gesellschaftlichen Reichtum, die wird immer geringer, wird systematisch reduziert. Wenn Sie die Steuergesetzgebung nehmen, woraus zieht der Staat seine Steuereinnahmen? Erstens aus der Lohnsteuer und zweitens aus Verbrauchs- und Umsatzsteuer, aus der Mehrwertsteuer und den entsprechenden Sachen. Kaum noch aus irgendwelchen Kapitalertragssteuern oder Körperschaftssteuer, Unternehmenssteuer, das ist eigentlich nicht mehr existent. Das heißt also, der Staat zieht seine Einnahmen wieder aus der Lohnarbeit oder aus dem Konsum. Nicht aus den Gewinnen von Unternehmen, weil da gibt es bekanntlich viele Möglichkeiten, in Luxemburg oder in Panama, in Liechtenstein, auf den Bahamas, sich dem zu entziehen. Es gab vor 2 Jahren gab es mal eine Debatte über Luxemburg, wo dann auf einmal beklagt wurde, dass das ein Steuerparadies sei und dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Also jeder, der da mal gewesen ist auf dem Kirchberg, da gibt es irgendwie über 100 Bankfilialen und Versicherungsfilialen. Die sind doch nicht alle wegen der guten Luft da oder der schönen Aussicht. Das weiß doch jeder, warum sich Unternehmen oder Banken und Versicherungen dort angesiedelt haben. Da wurde auf einmal so getan, als wenn das ganz überraschend wäre, dass es dort steuerliche Vergünstigungen gegeben hat. Ja, sonst kommt so ein Stadtteil wie der Kirchberg kommt überhaupt nicht zustande. Also jeder weiß das natürlich, dass es Länder mit Steuervorteilen gibt. Ich hatte einen Kollegen, der hat mir in Jugendjahren immer in den Ohren gelegen, wir sollten eine Stiftung nach Liechtensteiner Recht gründen. Als junger Mensch ist man unbelehrbar. Im Nachhinein ist das bedauerlich, dass ich auf diesen Vorschlag nicht eingegangen bin. Denn das ist eine Stiftung, da können Sie sich selber begünstigen. Aber wenn man eben gar kein Einkommen erzielt oder gar keine Steuern zahlt, dann war das für uns irgendwie noch eine Zukunftsmusik. Also der wusste schon vor einigen Jahrzehnten, dass es solche Möglichkeiten gibt. So, also da, glaube ich, hilft das auch nicht weiter. Jetzt kann man aber fragen, was ist denn eigentlich die Konsequenz jetzt aus der Analyse? Haben Sie den Vorschlag? Ja, da würde man natürlich sagen, Abschaffung der Lohnarbeit, Abschaffung des Kapitalismus, was denn sonst? Bitte? Zurücklehnen und weiter zuschauen und gucken, was passiert. Ja, aber das ist eigentlich nicht das Ergebnis, denn es ist ja auch klar, das ist ja eine Analyse, die doch deutlich macht, dass jedenfalls die ganz große, überwiegende Masse der Bevölkerung davon geschädigt wird. Dass das Verhältnisse sind, die für sie zweckwidrig sind. Ja, ich meine. Sind denn die ganzen Erkenntnisse und diese Aufregung, dass man sagt, Luxemburg ist ein Steuerparadies und man hat seit Jahren gewusst, aber jetzt echauffiert man sich, sind das dann Lippenbekenntnisse auch nur und die Beschwörung, da irgendwas verändern zu wollen, oder sind wir vielleicht da
Ja gut, also da kann man natürlich, gibt es mehrere Antworten. Also was ich meine Aufgabe jetzt natürlich sehen werde, ist, wäre natürlich darüber aufzuklären, wie es zugeht. Und daraus lassen sich natürlich keine unmittelbaren Handlungsanweisungen entnehmen, aber sagen, dass die theoretische Einsicht in den Gang der Geschäfte, in den Gang der Verhältnisse zu gewinnen, ja, wäre jetzt erstmal etwas, was ich als meine Aufgabe betrachten würde. Oder das, worüber man sich verständigen müsste. Und sozusagen, dann ist natürlich sozusagen der nächste Punkt, und das ist ja auch jetzt kein großes Geheimnis, ja, muss man sich mit Gleichgesinnten organisieren, um die Abschaffung dieser Verhältnisse in Gang zu setzen. Und darüber muss man sich natürlich auch klar sein. Erstens ist es verboten, es ist nicht erlaubt. Und insofern hat man da mit einem Gegner zu tun, der erstens schon über alle Machtmittel verfügt und natürlich auch alle Machtmittel einsetzen wird, um da irgendwie ganz grundlegende Veränderungen zu verhindern. Also das ist auch klar, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht möglich ist. Aber es steht natürlich nicht im Moment auf dem Programm. Und dann ist die Frage, ja, was stände im Moment auf dem Programm? Da war eigentlich schon die radikale Kritik der bestehenden Verhältnisse. Damit hätte man schon mal genug zu tun, weil es natürlich sicher auch die Masse der Betroffenen, die sieht das sicher anders und zieht aus ihren Alltagserfahrungen natürlich andere Schlussfolgerungen. Also die werden an ihrer Zustimmung, an ihrer Affirmation der politischen Verhältnisse natürlich erstmal gar nicht irre. Und da kann das ganze Leben eine einzige Enttäuschung und Entsagung sein. Und trotzdem verlässt sie der gute Glaube an ihren Staat oder an ihre Regierung, verlässt sie gar nicht. Und da könnte man natürlich schon mal ein bisschen Sand ins ideologische Getriebe werfen. Also das wäre gesagt mal das, was... Bitte? Diese Betriebe scheinen mir recht resistent gegen Sand. Ja, aber kann man ja sagen, eine solche Veranstaltung wie die heute ist ja nun auch wieder ein Indiz dafür, dass das natürlich auch trotzdem geht. Selbst wenn der Laden nicht dafür erfunden worden ist. Also diese Universität ist natürlich nicht für solche Überlegungen eingerichtet worden. Aber das ist natürlich drin. Aber das ist natürlich auch klar, das hilft ja erstmal unmittelbar nicht weiter, aber ich denke mal, wir sind jetzt hier an der Uni und Sie sind, oder wir sind jetzt alle Leute, die sich sozusagen damit theoretisch befassen können, also die sozusagen die Gelegenheit dazu haben, in irgendeiner Form sich theoretisch auf die Verhältnisse zu beziehen, und da finde ich, dann ist man auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen moralisch verpflichtet, aber ja, dann sollte man diese Gelegenheit nutzen, sich darüber theoretisch kundig zu machen und darüber sich über die Herrschafts-, die Ausbeutungs-, die Gewaltverhältnisse, die mit dem Eigentum oder mit dem Kapitalismus verbunden sind, sich darüber klar zu verschaffen und die Ideologien, die da gang und gäbe sind, die zurückzuweisen. Und da hätte man auch schon mal ein bisschen was zu tun. Also da ist ja das Eigentum nur einer von vielen, nur eine von vielen Erscheinungen, die die bürgerliche Gesellschaft so bereithält. Genauso gut hätten wir auch über die Universität und ihre gesellschaftliche Funktion auch reden können. Und da wäre uns vielleicht auch ganz anders geworden. Weil da ist man auch mit Zwecken staatlicherseits, also mit politischen Zwecken, ist man dann beschäftigt, die etwas anderes wollen, als was man normalerweise selber will. Also die ganze Zurichtung des Universitätsbetriebs, ja, was soll rauskommen? Nützliche Idioten für irgendwelche Geschäftsinteressen. Und da ist klar, ist, dass in den Geisteswissenschaften das auch nur bedingt anfällt, stehen auch die Geisteswissenschaften auch immer natürlich auf der Abschlussliste. Das sind dann auch Dinge, auf die kann man verzichten, muss man aber nicht, weil man natürlich auch weiß, da wird auch viel Ideologie produziert. Vor 2 Wochen war ich ja bei dem Hegel-Kongress in Bochum. Ich habe es in einem Seminar schon mal gesagt. Und da gab es einen Herrn Quante,
der ist Philosophieprofessor in Münster und der hat einen Vortrag gehalten über Hegel, Feuerbach, Marx und Engels. Ja, und da denkt man, das könnte ja interessant werden. Das war aber leider nicht so, weil er auch gleich gesagt hat, er würde zwar die unterschiedlichen Positionen vorstellen, aber er würde nichts darüber sagen, ob die Kritik, die von den drei späteren Herren an dem ersten geübt worden ist, denn irgendwie zutrifft. Und da denkt man, ja, und warum sitze ich dann hier? Darüber wollte er also nicht sagen, sondern er hat einfach ein bisschen das so aus pragmatischer Perspektive vorgestellt. Und dann kam er, ja, ohne mit der Wimper zu zucken, zu der Behauptung, die gesellschaftliche Aufgabe der Philosophie bestände darin, Probleme zu lösen. Tja, und da denkt man, also die beiden letztgenannten Herren, Marx und Engels, waren sicherlich nicht dieser Auffassung und würden sich im Grabe umdrehen. Das hält er für sehr viel, also sozusagen eine dogmatische Festlegung. Philosophie, ja, macht sich die Lösung gesellschaftlicher Probleme zur Aufgabe und das tut sie natürlich dadurch, dass sie ideologische Sprachregelungen liefert. Und da ist es dann völlig, ja, da ist die Philosophie aufgefordert, etwas zur Flüchtlingsfrage zu sagen. Sollen wir die integrieren oder unter welchen Bedingungen werden sie integriert und so weiter. Ja, das, und der hält einen Vortrag über Marx, der nun der erklärten Auffassung war, ja, gesellschaftliche Problemlösung ist nicht das, was aus der Kritik der politischen Ökonomie resultiert. Ja, wenn die Probleme gelöst werden, dann doch etwas anders, als sich Herr Quandt das vorstellt. Oder etwas rabiater oder etwas revolutionärer. Ja, und da merkt man also, der unglaubliche Dogmatismus hält einen Vortrag über Marx und weigert sich oder blendet das völlig aus, dass der Marx ja in sozusagen diese philosophische Abteilung ja, der gesellschaftlichen Problemlöser nicht gehörte und nicht gehören wollte. Und das ist also kein Gedankenwert, kein Satz. Ja, und da merkt man, solche Leute werden zu Recht bezahlt. Also die Nivellierer, die pragmatischen Begriffsschrauber, die kann man über Marx reden lassen, weil die machen nichts verkehrt. Die sind immer auf der richtigen Seite. Und dann, also wenn er dann sozusagen das noch festgestellt hätte, wenn er also wirklich gesagt hätte, naja, also das war nicht das Marx'sche Programm, dann wäre das natürlich eine Kritik geworden. Also Marx hätte dann besser daran getan, ja, einerseits die normativen Grundlagen seiner Kritik deutlicher zu explizieren oder sozusagen die Revolution aufzugeben und sich eben selber zum, ja, philosophischen Problemlöser zu machen. Also da werden sie dann auch kritisch, wenn sie sozusagen überhaupt noch davon reden, dass der Marx selbst ja, diese Vorstellung von, also diese Vorstellung von instrumenteller Theorie nicht hatte, ja, dann wird das als Kritik gegen den Alten eingesetzt. Also das heißt, dass und dann, also dann dieses Theorieverständnis, das sich eine angemessene Theorie nicht affirmativ auf die Gewaltverhältnisse beziehen kann, das wird natürlich geleugnet. Und wenn es dann überhaupt noch konstatiert wird, und wieder der Quante sagt eben überhaupt nichts mehr dazu, wenn es dann noch konstatiert wird, dann wird gesagt, ja, dann ist das aber ein Fehler von Marx. Oder man macht es dann so, jetzt gibt es, ich will wieder nächstes Jahr auch eine Marx-Tagung machen, anlässlich des 150. Jahrestags des Erscheinens des ersten Bandes des Kapitals. Und da werden solche Leute Gegenstand der Kritik werden. Also das ist mittlerweile weit verbreitet. Es gibt ja eine Dame namens Rahel Jähli, die hat ein Buch über Marx herausgegeben. Das kann ich Ihnen nur sozusagen als abschreckendes Dokument empfehlen. Also nicht empfehlen, insofern, dass Sie etwas Vernünftiges da über Marx erfahren, aber sagen, welche Form der Marx-Verwurstung und ideologischen Aneignung im Moment gang und gäbe sind. Ja, gibt es weitere Fragen? Bitte. Ich hatte mich gefragt, ob sich das, also das Problem des Privateigentums überhaupt
in dem System der Lohnarbeit auflösen lässt oder ob man das wirklich nur außerhalb dieser Lohnarbeit auflösen kann, weil Sie ja gesagt hatten, dass im Endeffekt die Produktivkräfte, also die Arbeit sozusagen, die verkauft wird, ja auch eine Form von Privateigentum ist, die dann durch die Arbeit wieder an andere Leute übergeht, mehr oder weniger. Also wäre nicht die einzige Möglichkeit sozusagen, sich davon zu lösen, also Lohnarbeit auch nicht mehr als Privateigentum zu betrachten, dass es dann wieder verkauft wird. Also diese Lohnarbeit komplett abzulösen durch etwas, was anders Wert generiert, nicht durch die durch menschliche Arbeit. Also wäre dann nicht irgendwie eine Technologisierung oder eine Maschinisierung die einzige Möglichkeit, tatsächlich gemeinschaftliches Eigentum zu produzieren, weil sonst ja eigentlich nur Privateigentum produziert wird, weil es ja mit menschlicher Arbeit verknüpft ist. Ja, aber es ist natürlich gar keine, liegt ja nicht in dem Begriff menschliche Arbeit, dass sie als Privatarbeit stattfindet. Also als gesellschaftliche Teilarbeit, das liegt natürlich dort nicht an der Arbeit selbst, sondern natürlich kann die Arbeit anders organisiert werden. Die wird zwar von einzelnen Individuen erbracht, die sind natürlich diejenigen, die diese Arbeiten verrichten, aber das ist ja nicht, nicht identisch mit dem gesellschaftlichen Charakter von Privatarbeit. Also das hängt nun selber an der Art und Weise der Vergesellschaftung. Also jede Arbeit ist hier nur private Teilarbeit und der gesellschaftliche Zusammenhang stellt sich dann auf dem Markt, also in dem Austausch her. Und auch das hat der Marx ja schon kritisiert. Nämlich dann stellt sich erst heraus, ob eine Arbeit, die geleistet wurde, eben auf der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit beruhte oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, ist die Arbeit, das Arbeitsprodukt dann wertlos, weil seine Kosten zu hoch gewesen sind. So, also das heißt, Abschaffung der Lohnarbeit, Abschaffung des Eigentums und an die Stelle tritt dann das, was der Marx als Verein freier Menschen bezeichnet. Und da gibt es natürlich andere Formen der Organisation von Arbeit, nämlich ja, da muss ein angemessener Plan her, da muss die Gesellschaft entscheiden, was sie braucht, was sie will und wie Arbeitskraft für bestimmte Zwecke eingesetzt wird. Und auch da ist natürlich klar, das sagt der Marx ja im dritten Band des Kapitals auch, da gibt es notwendige Arbeitszeit, es gibt Dinge, die gemacht werden müssen. Lebensmittel im weitesten Sinne müssen bereitgestellt werden, damit die Leute überhaupt über die Runden kommen. Aber er ist natürlich und auch völlig zu Recht davon überzeugt, dass dann sozusagen die notwendige Arbeitszeit auf ein Minimum durch den Einsatz von Technologien reduziert werden kann. Und der Reichtum einer solchen Gesellschaft bemisst sich nach der Marxischen Vorstellung durch die disposable time, also durch die frei verfügbare Zeit, die die Menschen haben. Nachdem sie also die notwendigen Arbeiten geleistet haben, also die Dinge, die für die Reproduktion der Gesellschaft notwendig sind, und dann beginnt das Reich der Freiheit, nämlich disposable time, also frei verfügbare, disponible Zeit, die Leute natürlich auch für ihre privaten oder gemeinschaftlichen Zwecke einsetzen können. Denn auch da ist ja klar, es gibt ja auch Aktivitäten, die kann man nur gemeinsam machen. Wenn Sie Fußball spielen wollen, sieht es alleine ein bisschen schlecht aus. Auch schon zum Schachspielen gehören schon mindestens zwei oder ein Rechner, der das auch kann. Also es gibt Aktivitäten, die kann man alleine machen. Also wenn Sie jetzt ein Bild malen, wäre es wahrscheinlich unangemessen, wenn noch 10 andere mitwirken, aber hängt also von dem Zweck der Tätigkeit ab, von der Form der Tätigkeit. Aber das ist ja doch die bei Marx schon sozusagen aus der Kritik der bestehenden Verhältnisse selbst entwickelte Konzeption. Das ist die Antwort darauf, was dann an die Stelle tritt. So, und dann ist aber auch klar, es sind dann nicht mehr Privatarbeiten. Es gibt kein Verhältnis der Lohnarbeit mehr. Und die Arbeit, die geleistet wird, dient nicht einem privaten Zweck oder der privaten Bereicherung, sondern hat gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen. Ja, bitte. Also wäre das dann auch damit verknüpft, dass man sowas wie das, zum Beispiel das Geldsystem abschaffen müsste? Weil wenn man jetzt die Diskussion um das Grundeinkommen zum Beispiel sieht, da ist ja das Ziel quasi die Befreiung von der verpflichtenden Lohnarbeit. Aber das Ziel ist ja trotzdem, die Möglichkeit zum Konsum weiterhin aufrechtzuerhalten. Also
klar auch also gesellschaftliche Partizipation, aber die Grundidee ist ja trotzdem immer noch an diesem Konsumleben oder daran teilzuhaben, aber ohne wirklich, also ohne diese verpflichtende Lohnarbeit zu leisten. Ja, aber natürlich ist da immer noch klar, also an der Verfügung über Geld bemisst sich dann immer noch die Verfügung über den gesellschaftlichen Reichtum. Und das hängt dann nicht von dem Bedürfnis ab, das jemand hat, sondern ja, da wird eben abstrakt Einkommen zugeteilt. Auch das ist, kann man natürlich sagen, vielleicht besser als das, was es jetzt gibt, aber natürlich doch nicht die Aufhebung der kapitalistischen Verhältnisse. Ja, bitte. Nicht so finanzierbar ist. Ihr könnt ja kein Geld regnen, der nicht auch vom Himmel ist, beziehungsweise der soll ja bezahlen. Das sehe ich auch anders. Man spricht zwar von Hubschrauber, Geld wird im Moment abgeworfen wird und so, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich denke nur noch, wenn man irgendwie was leisten muss oder arbeiten muss oder irgendwas tun muss, damit man nachher einen Wert schafft. Irgendeine Leistung muss ich erbringen. Ja, da können Sie Ihr Leben lang arbeiten und am Ende kommt nichts bei raus. Ja. Was ist denn dann? Ja. Also Sie tun das so, als wenn das völlig selbstverständlich ist. Haben Sie schon mal gehört, dass wenn ein Staat oder auch unser schöner Staat den Willen hat, irgendwo einen Krieg zu führen, haben Sie da schon mal gehört, dass es am Geld fehlt? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja. So, das heißt also, für das, was der Staat für seine elementaren Zwecke hält, da stellt er auch schon das Geld bereit und der weiß natürlich, wie er an das Geld kommt. Also da hört man das nie. Umgekehrt, ja, die Alten, die werden für ihn zum Problem. Die Leute, die ihr Leben lang malocht haben, da sagt er dann, die können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Oder vor 20 Jahren gab es mal eine Debatte über den Sozialstaat. Den können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Haben Sie schon mal gehört, dass die Staatsgewalt gesagt hat, die Kriege, die Verteidigung der Freiheit am Hindukusch oder wo auch sonst, das können wir uns nicht mehr leisten. Das gibt es überhaupt nicht. Und das heißt, es gibt Umverteilung, die da stattfindet und nicht zu knapp. Bankenrettung, da sind enorme Geldmittel aufgewendet, Milliarden, Billionen für die Bankenrettung. Da hat man nie gehört, ja, das können wir uns nicht mehr leisten. Sondern da ist eine politische Entscheidung getroffen worden. Die Merkel hat es ja auch ganz klar gesagt, diese Verhältnisse sind systemrelevant. Und da muss alles für getan werden, damit dieser Laden nicht zusammenbricht. So, und da hat man nie gehört, also die enormen Summen, die dort eingesetzt worden sind. Und da wollen Sie sagen, die lächerlichen Beträge für das Grundeinkommen, die gäbe es nicht. Also da denkt man von der Bankenrettung, da hätten Milliarden von Menschen in Saus und Braus leben können, wenn es nur darum gegangen wäre. So, also, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, es gibt ja jetzt schon in anderen Ländern oder Städten gibt es ja so Versuchsmodelle, wo das ausprobiert wird in einigen Städten, da die Leute so viel Geld zugeteilt bekommen. Die sind das ja, ein bisschen auch mal forschen, ob das jetzt funktioniert. Ja, aber ich habe ja jetzt im grundsätzlichen Einwand dagegen gemacht. Das ist nicht eine Frage der Geldsummen, von denen da die Rede ist. Außerdem würde ich sagen, da geht es mir auch wie Linda Evangelista. Für unter $25.000 stehe ich gar nicht auf. Also Grundeinkommen, das reicht mir nicht. Es ist doch selber eine Beschränkung der Bedürfnisse. Da kann man natürlich sagen, das ist natürlich besser noch als Hartz IV. Und insofern gibt es dann auf der Ebene ein Argument für das Grundeinkommen. Und auch davon, dass es unabhängig gemacht wird, ob einer eine Arbeitsstelle findet oder überhaupt aus Krankheit oder was Arbeit leisten kann oder so. Also dass sozusagen so eine existenzielle Elementarversorgung eintritt. Ja, das ist natürlich schon besser, als wenn es das nicht gibt. Aber das kann doch nicht die gesellschaftliche Zielvorstellung sein. Also da glaube ich natürlich auch, dass die Linke ja eben dann doch nur bescheidene Programme, Vorstellungen davon haben. Also das ist nicht, wäre nicht meine Perspektive. Weil das ist auch nur sozusagen ein Leben da etwas überhalb des Existenzminimums. Mehr ist da nicht drin. Und dann kann man also wieder sagen, ja besser als in den USA. Wenn Sie dort 2 Jahre Sozialhilfe empfangen haben, dann ist Schluss. Dann gibt es nichts mehr. Dann haben Sie den Anspruch ausgeschöpft und sind auf
private Wohltätigkeitsveranstaltungen auf die Kirchen und weiß der Teufel was angewiesen, um über die Runden zu kommen. Ja, da weiß man aber auch dann auch, ja, welche sozialen Folgelasten damit verbunden sind. Da sieht es ja in der Kriminalität natürlich ein bisschen anders aus als bei uns. So, aber deshalb, das beim Grundeinkommen ist doch nicht das Problem, ob das Geld, ob der Reichtum da ist. Der Reichtum, ja, überall, braucht man nur rausgucken. Eine Frage des Willens, das umzuverteilen. Und der Wille der Umverteilung, der hat sich auf die Banken bezogen. Da ist Geld hinverteilt worden. Sozusagen in unglaublichen Dimensionen. Und zur Rettung der Banken, ja, sind dann auch einige Staaten der Sache nach bankrott gegangen. Es ist doch klar, Griechenland, ein Staat, der so verschuldet ist, das wird ein abhängiges Protektorat bleiben. Dauerhaft. Aus diesem Staat wird nichts mehr. Da kommen keine großartigen kapitalistischen Geschäfte mehr zustande, sondern das ist ein Objekt der Armutsverwaltung. Und da ist die einheimische Regierung ist dazu angehalten, das nun selbst zu organisieren. Das weiß doch auch jeder. Aber mittlerweile ist aber so, dass nun auch die, ich sage, auch die Metropolen mittlerweile Probleme bekommen haben. Frankreich, Italien, Spanien, also nicht nur kleinere Staaten wie Griechenland oder Portugal oder Irland. Und alle, und das wird ja immer deutlicher, alle leiden unter den ökonomischen Fortschritten, die hier erzielt werden, zulasten der anderen Staaten. Taucht andauernd, gibt es da Unzufriedenheit und Unmutserklärungen. Ja, die Milch, die Sie dann in Griechenland kaufen können, die Butter, die Sie kaufen können, wo kommt die her? Kommt aus Deutschland. Und der andere Schund, der da in den Läden vorhanden ist, ja, da hat ein Staat, sozusagen die EU, sozusagen für sich in eine einzige Bereicherungsveranstaltung verwandelt. Auf Kosten der Leute. Nur also das Geld für das Grundeinkommen fehlt, halte ich für ein Gerücht. Das ist aber natürlich von Seiten des Staates ist das überflüssige Ausgabe. Warum sollen die Hungerleider noch durchgefüttert werden? Die Alten, die unproduktiv sind, da werden die Renten gekürzt. Oder werden dann aufgefordert, sie sollen bitte schön länger arbeiten. Schöne Verhältnisse wie in den USA, wenn sie dann im Laden einkaufen, dann haben sie irgendwelche Greise und Greisinnen, die dann ihre Tüten zusammenpacken und zum Auto schleppen. Ja, das ist sozusagen die Zukunftsmusik. Ja, bitte. Siehst du dann in letzter Konsequenz einmal die Abschaffung des bürgerlichen Staates, aber auch von Nationalstaaten, weil gerade jetzt zum Beispiel in der Euro-Krise ist es ja so, dass das ist halt dadurch, dass es diese nationalstaatlichen Grenzen gibt, dass es dieses Armutsgefälle und das Wirtschaftsgefälle gibt. Was könnte an die Stelle treten? Das kann man sich halt irgendwie schwer vorstellen, dass es halt irgendwann mal keine Nationalstaaten mehr gibt. Weil auch so ein Gebilde wie die EU zum Beispiel ist ja trotzdem, da sind halt einfach nur mehr Staaten drin, aber trotzdem nach außen abgesichert. Ja, ich kann mir das sehr wohl vorstellen. Es hat ja nicht immer Nationalstaaten gegeben. Also das ist ja selbst ein relativ modernes Produkt. Also das ist doch keine Menschheitsnotwendigkeit. Also das trifft doch nicht zu. Also das ist Nationalstaat in diesem Sinne, das gibt es ja seit der Französischen Revolution. Oder vielleicht ein bisschen früher noch, seit dem 16., 17. Jahrhundert, da gibt es solche Entwicklungen, aber das ist ja natürlich schon so, dass das nichts Neues ist. Wenn Sie an den mittelalterlichen Staat denken, der hat ein Minimum von Institutionen. Da gibt es gar keine Polizei oder so. Da gibt es natürlich auch sozusagen andere Ordnungseinrichtungen. Der König reist durch die Gegend, weil es gar keine Hauptstadt gibt, in der er längerfristig sich aufhalten könne, weil das Produktionsniveau offenbar so gering ist. Nach einigen Wochen ist alles kahl gefressen und er muss dann weiterziehen. So, da sieht man natürlich schon, da sind die staatlichen Institutionen, die es da gibt, noch vergleichsweise bescheiden. Das heißt nicht, dass es da keine Repression, keine Ausbeutung, Unterdrückung
gegeben hat. Aber da war sie nicht in erster Linie etwas, was vom Staat dann organisiert worden ist. So, also, aber vielleicht, um das nochmal eine andere Antwort darauf zu geben. Einerseits halte ich das für ein Scheinproblem. Das, was man vernünftigerweise anstreben sollte, ergibt sich aus der Negation der bestehenden Verhältnisse. Und das ist eigentlich auch das, was der Marx dazu gesagt hat. Es ist doch gar kein großartiges Geheimnis, was daraus folgt. Also spannender ist dann eher die Frage, wie man dorthin gelangt. Und Marx hat sich ja selber bedeckt gehalten und hat eben mal vom Verein freier Menschen gesprochen und hat es angedeutet. Ich finde das aber auch völlig angemessen, dass er nicht mehr dazu gesagt hat, weil die Antizipation der Zukunft kein sinnvoller wissenschaftlicher Gegenstand ist. Das müssen die Leute dann schon selber herausfinden, was sie dann machen wollen. Also wie sie ihre gesellschaftlichen Verhältnisse einrichten wollen. Also da, also Utopien, also das Ausmalen irgendeines idyllischen gesellschaftlichen Zustandes, der dann in der Zukunft irgendwann mal eintritt, also das hat der Alte ja zu Recht abgelehnt. Das steht doch nicht auf dem Programm. Also aus der Negation der Verhältnisse ergibt sich schon das, was man dann natürlich positiv will, nämlich ja, die gesellschaftliche Organisation der Arbeit. Also mehr wüsste ich, kann man auch jetzt da vernünftigerweise nicht zu sagen, jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist also schon die ganze Wahl. Und das, also wie das dann total technisch wird, muss man auch so sagen, ja, technisch wäre das heute doch alles kein Problem mehr, weil die entsprechenden Kommunikationsmittel natürlich längst zur Verfügung stehen. Ja, bitte. Darf man Ihnen Ihre Hausarbeit eigentlich, um das Recht auf geistiges Eigentum subversiv zu unterlaufen, per Copy und Paste als kreativer Bastler schreiben? Natürlich nicht. Damit stabilisieren Sie ja dann die herrschenden Verhältnisse. Ja, dafür werde ich auch bezahlt. Dann wären wir bei dem Platon-Zitat. Ja, ist natürlich klar, ich werde natürlich dafür bezahlt, dass ich diese Funktion wahrnehme. Und zwar unabhängig davon, ob ich die Abschaffung des Eigentums für sinnvoll oder nicht sinnvoll erhalte. Aber das ist der Widerstand, dass aus der Studierendenschaft herauskommt. Es müssten massenweise Arbeiten per Copy and Paste abgegeben werden. Ja, das muss man dann auch sagen, dass in diesem System wird das sanktioniert. Dafür ist der Laden nicht vorgesehen. Und da ist natürlich auch klar, hier würde ich mich natürlich auch betrogen fühlen. Sie können natürlich fragen, was Sie wollen. Sie können auch eine Kritik am geistigen Eigentum verfassen, wenn ich nicht später einzuwenden oder das verteidigen wollen. Hätte ich es auch einzuwenden, ist aber trotzdem akzeptabel. Aber da wäre natürlich schon der Punkt, dass Sie dann mit mir als Funktionsträger in Konflikt geraten würden. Denn dafür würde ich bezahlen. Und das ist nicht vorgesehen, dass ich diese Funktion nicht wahrnehme. Da würde ich mir selber eine Strafe bekommen. Ändert aber nicht daran, dass diese Funktion natürlich für die Kampel ist. Klar. Nur ein Marx hat auch Lohnarbeit oder einen Master, der musste sich auch verdingen als Zeitungsschreiber. Und da konnte er sicher nicht immer das erzählen, was er für die Wahrheit hält. Ja, aber das ist ja noch. Und sagen, aus der Kritik am Eigentum können Sie nicht den Schluss ziehen, dass Sie dann Ihre Hausarbeit zusammen kopieren können. Das wäre ein Missverständnis. Aber auch das Hausarbeit, ob das eine sinnvolle Einrichtung, ob man sich nicht anders über philosophische oder wissenschaftliche Fragen verständigen könnte, als über ein solches Prüfungssystem. Also das wäre doch ein Einwand. Also insofern ist dieses, der ganze Bildungsbetrieb der Universität natürlich insofern auch nicht vernünftig. Ja, bitte. Also müsste man so eine Art Verhältnis oder Gesellschaft schaffen, in dem es so, so zugeht, dass ich bei meiner Zweckverwirklichung nicht mehr davon abhängig bin, dass ein anderer mir das Mittel dazu bereitstellt. Ja. Das würde aber natürlich auch bedeuten, dass die Interessen und die Zwecke sortiert werden.
Denn also dadurch, dass jemand als ein Individuum einen Zweck hat, bedeutet das natürlich nicht, dass es deshalb am Schluss privater Zweck ist. Das ist auch ein Missverständnis. Also natürlich sind es immer Individuen, die Zwecke haben. Aber das, was sie als Zweck haben, kann natürlich ein Zweck sein, den auch viele andere haben. Nur wenn ich heute Abend noch Fußball spielen wollte, wäre das nicht sinnvoll, wenn das nur mein Zweck wäre. Brauchen wir noch mal ein paar andere, die dann auch mitmachen würden. So, also dass aus dem Umstand, dass ein Individuum einen Zweck hat, folgt natürlich nicht, dass dieser Zweck deshalb bloß individuell oder partikular ist. Also kann sich auch jemand einen Zweck setzen, den Millionen andere auch noch haben. Das hängt vom Inhalt des Zwecks ab. Also insofern folgt aus dem Umstand, dass ein Individuum einen Zweck hat, nicht, dass es deshalb ein notwendigerweise bloß partikularer Zweck ist. So an der Veränderung der Verhältnisse, da würde man doch sagen, das ist kein partikularer Zweck. Das ist zwar auch ein Zweck, den ein Individuum hat, aber zugleich befindet es sich in guter Gesellschaft. Und insofern ist das ein gemeinsamer Zweck, zwar nicht von allen, aber doch von den meisten. So, und das heißt, also genau die Verwirklichung der gemeinschaftlichen Interessen wäre doch in einer anderen Gesellschaft das, was anstehen würde. Die privaten Interessen, also sozusagen, wenn man das organisiert hat, wenn man die gemeinschaftlichen Interessen einer Gesellschaft organisiert hat, das war auch der Sinn der Redeweise bei Marx von der notwendigen und Arbeit und der disposable Arbeit oder disposable Zeit, Time, die man dann hat. Ja, da gibt es gemeinschaftliche Zwecke, die bewerkstelligt werden müssen, weil sie existenziell sind. Aber es gibt natürlich dann darüber hinaus auch private Interessen. Ja, wenn ich Trompete spielen will, kann man ja nicht erwarten, dass alle anderen das auch wollen. Ein anderer hat einen anderen Zweck und da spricht auch nichts dagegen. So. Aber das Reich der Freiheit besteht eben dann darin, dann dort eine Auswahl zu treffen, was man mit anderen machen will, was man alleine machen will. Und auch da könnte er sagen, beim Trompetespielen macht es auch vielleicht mehr Spaß, wenn ein ganzes Orchester dann dabei ist. Also wenn sonst keine Redebeiträge mehr gewünscht werden, würde ich sagen, erstmal danke für den Vortrag. Ja, Dankeschön. Danke für die Gelegenheit, die frohe Botschaft zu verkünden. Okay, gut.